Moin moin und hallo zu einer weiteren Ausgabe des MTV Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und letztes Mal hatten sich Simon, Wolf, Trant und ich zusammengesetzt und angefangen über die Halo-Serie zu sprechen und angefangen ist da das richtige Stichwort, denn trotz 2 Stunden Dauer sind wir über die ersten 2 Spiele nicht hinausgekommen. Deshalb folgt jetzt der Rest des großen Halo-Podcasts mit Halo 3, Halo Reach, Halo ODST und eine eventuelle Aussicht, wie die Franchise weitergehen könnte, jetzt wo Bungie von Microsoft abgesprungen ist, aber ohne Umschweife geht es jetzt weiter mit Teil 2 des Halo-Podcasts. Halo 2 war eben 2004 rausgekommen. Inmitten zwischen dem nächsten Teil fiel natürlich der Release von der Xbox 360. Ne, normal wäre es ja gewesen, dass der dritte Teil dann auch eben auf der Xbox gemacht wird und so weiter. Problematisch war bei der Xbox 360 erst, du hattest am Anfang natürlich Ego-Shooter. Alle hatten ihre Hoffnungen auf Perfect Dark Zero gesetzt, aber da haben wir uns auch schon ausführlich drüber unterhalten, dass es nicht ganz das Äquivalent eines Halo für die Xbox 360 gewesen ist und die anderen Shooter, die du zu Beginn dort hattest in den ersten 2 Jährchen, 2005 bis 2007, waren dann mehr sowas wie die ersten Call of Duties, die nett waren und andere eine Handvoll Shooter, aber dir fehlte der richtige Ego-Shooter-Brecher, der dann später auch nach Halo mit einem Modern Warfare, oder nee, Modern Warfare war ein bisschen vor Halo noch, ne? Halo 3. Modern Warfare 1 war Anfang, Mitte 2007, glaube ich, oder? Also 2007 stimmt schon, aber jetzt überlege ich gerade, war nicht Halo 3 vor Modern Warfare 1? Ich bin mir nicht ganz, die müssen aber relativ ähnlich gekommen sein, weil Halo war im November 2007, ne, weiß ich auch noch da, Halo 3 jedenfalls. Ja. Und da gab es ja auch wieder ziemlich zeitgleich alles, ja. Relativ zeitgleich nah dran, dass so auch die zwei Haupt-Ego-Shooter-Titel, dass die nach Zeit lang kamen, aber quasi die Zeit vorher war die saure Gurkenzeit auf der Xbox 360. Wenn Leute dann Ego-Shooter gespielt haben, dann haben sie noch Xbox 1 quasi dann Halo 2 in die Xbox 360 getan und das dort mit hochskalierter Grafik am Flatscreen dann gespielt, die sich alle geholt haben, dass Halo 2 dann auch im Multiplayer dort lang kann. Aber auch ein Grund eben, es waren knapp 3 Jahre zwischen Halo 2 und Halo 3, haben die Leute viel Gelegenheit gehabt, Halo 2 ordentlich weiter im Multiplayer zu spielen, immer weiter sich dran zu gewöhnen. Und dann kam es endlich, ne, Halo 3. Ich glaube, da warst du damals, Simon, auch ganz aufgeregt zu irgendwelchen Events von Microsoft eingeladen worden, ja, wo du mal anspielen konntest, aber nichts aufnehmen konntest oder irgendwelche solchen Geschichten. Ja, das war ganz, also ich lässt da jetzt ungern, aber das war echt assig und also finde ich für das Produkt am Ende, und ich spreche da für alle Publikationen, die dabei waren, ist es einfach total beschissen, weil du sitzt dann da in einem Hotelraum, wo du irgendwie einen halben Tag Zeit hast, um das Spiel dann komplett zu spielen, in so einer Vierer-Koop-Konstellation. Da wurde auch nicht gefragt, ob du vielleicht lieber alleine spielst oder ob du mit ich habe mit Leuten gespielt, mit denen Spaß gemacht hat, aber als jetzt mit 3 Honks zu spielen, die vielleicht, da waren teilweise Leute, als wir reinkamen, spielten die gerade das Ende. Und du denkst so, ja, super geil, danke, dass ich mich gerade jetzt gespoilert habe, bevor ich das Spiel überhaupt anfange, unfassbar, ihr Penner. Und schlimmer war es wirklich nur bei Mass Effect auf der Games Convention, wo sie mir allen Ernstes als Beweis, wie toll das Spiel ist, diese Szene mit Rex gezeigt haben, Alter, mit der Knarre, wo ich dachte, okay, danke. Ey, die habe ich sogar auch gesehen. Die coolste Szene in Mass Effect und ihr habt sie mir jetzt gespoilert. Das ist echt super. Überhaupt diese Sachen, dass Journalisten irgendwo eingeladen werden, dann genau im Hotelzimmer irgendwas. Also dann soll das auch noch als Test verkauft werden. Ja, und es wird auch überall als Test verkauft. Für so einen großen Vorab-Test darfst du dich freuen. Das ist echt die Seuche, das muss ganz schnell aufhören. Ja, vor allem darfst du ja meistens so hin, wenn du versprichst, über 90% oder so. Naja, andere Themen. Auf jeden Fall war es echt kompliziert, weil wir auch meinten, Leute, 3 Stunden und so, das machen wir nicht. Entweder wir können das jetzt wirklich mal ausgiebig spielen. Entweder wir testen es oder dann, wir spielen es mal. Und dann hatten wir natürlich noch Matzgeräte, mit denen wir es aufgenommen haben und so. Es war wirklich ein Riesenstress und ich habe es dann zum Glück, habe ich dann echt Zeit gehabt und konnte es auch einen Tag lang spielen. Aber glücklich war ich damit überhaupt nicht, weil, also wer den Beitrag auch heute nochmal sieht, du kannst an einem Tag halt nicht spielen, dir einen Eindruck machen und noch geile Bilder aufnehmen, weil so, weißt du, so die Bilder, die wir benutzen für Game One, sind ja auch immer nochmal speziell aufgenommen. So, dann fährst du halt rum und drehst die Kamera 3 Stunden lang um dich selbst und nimmst die Sachen auf. Und das konntest du ja gar nicht machen, weil du gar keine Zeit hattest. Naja, aber fand ich jetzt nicht so cool, war auch kontraproduktiv für den Beitrag, aber das muss Microsoft selbst wissen, wie sie es machen. Eine kleine Anekdote, irgendwie wie es auch anders gehen kann, da hat Rockstar damals mal eingeladen, am GTA San Andreas zu testen.
Und da bin ich mit einem Kollegen hingefahren und die haben uns dann halt eine Woche lang in einem Hotel einquartiert. Und da saß dann der Jochen Färber, schönen Gruß nochmal an der Stelle, saß dann mit mir im Zimmer. Und immer, wenn ich an eine gewisse Stelle kam, hat er gesagt, mach mal Pause, ich erzähle dir jetzt mal kurz was zum nächsten Abschnitt des Spiels. Irgendwie, jetzt komme ich nach San Francisco, bla bla bla, was kann ich alles machen? Und so hat er mich dann irgendwie quasi durch das Spiel gelost und alles andere konnte ich mir dann selber aneignen, weißt du? Und das war eine Woche lang so im Hotel. So schön. Naja, ist auch ein großes Spiel, im das Hotel. Kannst du halt nicht an einem Tag machen, aber war cool irgendwie. So geht's auch. Also es, genau, es geht auch anders. Cool, ja. Auf jeden Fall. Die San Andreas Show im Hotel. Ich meine, das ist halt das Ding, man erwartet ja wirklich nicht, dass einem Leute Hotels bezahlen für eine Woche und so. Sollen sie halt einfach das Ding hierher schicken? Sollen sie dem Typen, dem PR-Typen, der herkommt, das eine Woche Hotel bezahlen, eben, dass er aufpassen, ja, kann und das, oder Ding auch, sich so an die Hand ketten? Oder auch, so, wo man denkt, dieser Aufwand, der gemacht wird, ich glaube, es war ja auch nicht mal allzu weit vom Release weg bei Halo 3, wo sie diese ganze Chose abgezogen haben. Leute, dann ist es eben, haben wir das Ding nochmal 3 Wochen, bevor es rauskommt. Ne? Ja, es ging. Ja. Wir durften es nur 3 Tage, 4 Tage vorher. Ach, egal. Ja, ich erinnere mich, das war ja noch ein ewiges Hickhack. Ja. PR-technisch ein ziemlicher Fehlschlag, Halo 3. Erfolgstechnisch. Obwohl es meiner Ansicht nach nicht der beste Teil ist, war es unglaublich erfolgreich. Ja, es hat gleich am ersten Tag, ich meine, es war auch so eine Anekdote, die man dort mitgenommen hat, mehr eingespielt als Batman, The Dark Knight im ganzen ersten Startwochenende. So 180 Millionen Dollar alleine am ersten Wochenende. Oh, und das ist schon krass, wenn man überlegt, Teil 2 hatte damals in der ersten Woche all das, was von Halo 1 für PC, Mac und Konsole verkauft wurde quasi. Also von der zweite war so enorm viel besser und der dritte war dann so, wow, okay, jetzt sind Spiele angekommen bei Filmen. So. Das ist genau der Kredit, der immer aufgebaut wird durch den Vorgänger, und Halo 2 hat eben, obwohl es da Kleinigkeiten gab, dass die Story eben mit dem Cliffhanger geändert hat und so weiter, alleine, denke ich mal, primär wirklich durch die Multiplayer-Komponente, weil das der richtige Multiplayer-Shooter auf Konsole dann war, Halo 2 für lange Jahre hinweg, waren die Leute heiß drauf. Jetzt kommt das für die Xbox 360. Wir haben kein gutes Äquivalent drauf. Jetzt kommt es raus, es wurde aufgebaut, du hast Werbespots da, glaube ich, dann gesehen, du hattest der erste Halo 3 Trailer, sagen, ne? Über die Werbekampagne wollen wir eh nochmal gesondert quatschen, aber alleine so wo dieses Master Chief-Gefühl wieder rumkommt, ja, wo du, der Master Chief in diese Gegnergruppe reinspringt und die dann verwundert zurückgehen und alles, wow, da ist er wieder. Und wie so ein alter, verlorener Kumpel, ja, der kommt wieder zurück. Die Granate, ne? Wie geil war denn die Schildgranate? Also so als coole Idee, also völlig unpraktisch eigentlich, aber irgendwie eine coole Idee, fand ich in dem Video. Dieser andere Trailer, wie der Master Chief ewig lang so langsam sich der Kamera nähert und kommt dann so aus dem Staub in New Mombasa und dann guckt er so nach oben und da kommen dann so die Eliten über ihn geflogen und dann zoomt das Bild auf und du siehst halt dieses riesige Loch in der Erde und wie dann die Luftschiffe drüber fliegen. Ja, vor allem, und was das da aussagt. Cortanas Stimme, I'm your sword, I'm your shield, that's the way the world's gonna end oder wie sowas. Alter, da hatte ich so eine Gänsehaut, das war so geil. Absolut perfekt, ey, so macht man Trailer. Ich krieg jetzt gerade Gänsehaut. Ja, echt, ohne Scheiß. Ja, so tatsächlich, macht Leute, da, alles. So macht man Leute heiß auf Spiele, genau so wird's gemacht. Nee, und so, der Halo 3 kam im September und Modern Warfare im November. Im November. Wollte ich jetzt gerade mal sagen, ja, weil ich es eben nochmal nachgeguckt habe. Ja. Okay, sehr gut. Ja, aber also unglaublich, dass die zwei eigentlich die zwei maßgebenden Shooter für die Xbox so nah aneinander gewesen sind, dass sie sich nicht kannibalisiert haben. Weil es, also Modern Warfare 1 bis Modern Warfare 2 gekommen ist, wurde es eben ohne Ende gezockt. Halo 3 genauso eigentlich. Also Halo hat ja auch, also Halo 3 speziell einfach nochmal das, was Xbox Live abkönnen muss, nochmal nach oben gepackt, so quasi als Stresstest, weil alle einfach nur Halo gezockt haben das ganze Wochenende. Und es ist eben ideal darauf vorbereitet. Und der Hype hat richtig gepasst, das Spiel an sich hat an sich auch gepasst. Also ich kann da jetzt keine eigene Wertung reintun, weil ich habe Halo 3 nicht gespielt. Ne? Dann das ist echt schade eigentlich. Also das kannst du an 2 Tagen mal mit Freunden durchspielen und da hast du Spaß bei. Ich glaube, ich fange es heute Abend nochmal an auf Legendary. Ich habe irgendwie jetzt gerade Bock auf Halo 3. Also ich wäre da bei. Was los? Ich habe kein Halo zu Hause. Ah, er hat kein Halo zu Hause. Ich wäre dabei, wenn ich irgendwann online mal wieder bin, nächste Woche. Bist du ja nie. Ja, ich bin umgezogen, deswegen habe ich gerade keinen Online-Anbieter. Ah, ja, richtig, das war das Problem. Das war das Ding. Nee, aber absolut, also rein jetzt für mich als Verständnis, ja, ich habe es natürlich von außen dann mitbekommen, wie das reingehauen hat, wie die Leute dann dementsprechend gespielt haben. Natürlich, ein grafisches Update ist es gewesen, klar, auf der Xbox dann 3 Jahre später, auf der Xbox 360, ist jetzt nicht, was du im Nachhinein sagen würdest, hier der grafischer Weisheit letzter Schluss. Also da gab es später natürlich Sachen, die das noch um einiges getoppt haben. Aber es war dann grafisch ein schönes Ding damals. Aber was waren so die sagen wir mal, inhaltlichen, gameplaymäßigen, sonst Besonderheiten, die dann Halo 3 nochmal richtig reingezogen haben.
Ach so, lass mich nur mal kurz was zur Grafik sagen, weil das ja, auch gerade aktuell ist. Ja, das muss man mal ansprechen. Ja, die Steigerung war echt nie so deutlich jetzt im Vergleich zu 2 und 3. Mhm. Und jetzt kann ich auch sehen, wie das mal anders funktioniert, nämlich auch bei Red Dead Redemption. Ich muss schon wieder sagen, weil... Ja, das ist ja auch fast perfekt. Ich habe jetzt auch nochmal GTA eingelegt und musste nochmal gucken, wann das rauskam. Und das ist jetzt, glaube ich, wie alt? Nicht mal 2 Jahre. Also GTA 4 kam im Mai 2008, glaube ich. Die Spiele sind wirklich ein genau, 2 Jahre alt ist es jetzt, GTA 4, und es ist echt ein himmelweiter Unterschied. Also, und das ist dieselbe Plattform, wisst ihr, was ich meine? GTA 4 sah damals geil aus, jetzt kommt Red Dead Redemption und sieht so unglaublich viel geiler aus, läuft besser, hat bessere Texturen, eine unglaubliche Stimmung. Allein was ich richtig begeistert von. Lichtstimmung. Ja. Allein was ich in puncto Licht getan habe auf der 360 mit Alan Wake und Red Dead Redemption, da sieht man erstmal, wie viel Beleuchtung ausmacht. Also, da hört man immer bei Fotos und so, und dass Leute halt gut aussehen, wenn man irgendwie sie richtig beleuchtet, aber bei Spielen ist es genauso. Ja, also GTA sieht mittlerweile richtig schlecht dagegen aus. Ganz ernsthaft. Ja, und das wolltest du jetzt in Kontext setzen. Und das sah damals echt geil aus, weiß ich noch. Ich dachte, sieht das super aus so. Es ruckelt ein bisschen, aber egal. Und da ist halt Halo 2 zu 3 und jetzt wahrscheinlich auch von 3 zu Reach. Oder macht wohl nie große Sprünge. Also das ist auch... Na gut, Halo war grafisch immer ganz gut, ganz interessant. Ja. Ich glaube, der erste war technisch eben noch dann am herausragendsten der erste, zu der Ära. Genau, der erste war auch grafisch noch toll. Also der erste war grafisch, finde ich, auch noch voll okay. Ja. Von der Entwicklung her, der war schön, der hatte stimmig, der hatte seinen eigenen Popstil. Mhm. Aber dann wurde es mit 2 und 3 einfach nie so geil, wie man erwartet hat. Schon 2 war nicht optisch so eindrucksvoll, wie man es erwartet hat irgendwie. Aber 3 war, fand ich, fast eine Enttäuschung. Also für mich, man hat mehr erwartet. Man hat der 360 auch mehr Power zugetraut. Ja. Und da wäre wahrscheinlich auch mehr drin gewesen. Keine Ahnung, wo da irgendwie die Ressourcen und hingehen. Abwarten. Ich kann es nicht urteilen. Es ist ja bei Halo Reach, sieht es ja schon wieder so aus. Also da habe ich jetzt hohe Erwartungen an diese ganzen Massenschlacht. Du hast Modern Warfare 1 ja auch nochmal speziell erwähnt. Das war natürlich, wenn es so ganz nah dran gewesen ist, das hat speziell wegen der Grafik, dass du vor allem 60 Frames dann gehabt hast in dem Spiel. Das hat man gemerkt. Ne, wo du dann auch, wo du sagst, das ist mal eine Grafik jetzt hier. Ich habe auch nicht wirklich lange gespielt, ist nicht mein Ding, aber als ich da auch so die ersten Multiplayer-Gefechte gesehen habe, habe ich gedacht, what the fuck, das ist ja Multiplayer auf Konsole in 60 Frames und es ist so sauflüssig und sieht dabei nicht mal schlecht aus. Ja, so muss das sein. Also so muss es eigentlich. So muss es eigentlich. Ich glaube, das hat so die direkte Konkurrenz das nochmal ein bisschen gefärbt, die nachdenkliche Meinung von Halo 3. Ja, ja. So wie ich das dann gesehen habe, ich kann das natürlich auch inhaltlich nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube, dann später die Add-ons, man kann sie ja Add-ons nennen, jetzt mit Halo ODST und Reach habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, aber ich glaube auch nicht, dass Reach jetzt so einen richtigen grafischen Sprung gemacht hat. Wahrscheinlich nicht, ne? Das sind ja alles Detailarbeit, die dann gemacht wird. Ich muss zwei Sachen sagen. Zum einen hat Bungie schon gesagt, dass sie auch bei der Beta die Grafik ein bisschen runtergeschraubt haben, aber das haben sie auch bei der Halo 3 Beta gesagt und das sah am Ende trotzdem nahezu ähnlich aus. Vor allen Dingen, man kann ja sehen, was Bungie unter Grafik-Features versteht, wenn man in den Replay-Modus schaltet. Also der Grafik-Huren-Modus. Ja, also wenn man den Grafik-Huren-Modus einstellt, dass man einfach sieht, das ist schon, kann man jetzt im Vergleich natürlich nichts dagegen sagen. Es ist schon, die Explosionen sind schöner, die Lichteffekte sind schöner. Da habt ihr euch schon ein bisschen mehr Mühe gegeben, aber ist schon, muss man sich schon fragen, ist das nicht ein Armutszeugnis, wenn es einem nur im Replay-Modus auffällt? Ist halt die Frage so. Wenn Bungie das unter wir haben an der Grafik gedreht versteht, dann glaube ich, wird Halo Reach einfach am Ende genauso aussehen wie Halo 3, nur halt in Details schöner. Ja. Also ich weiß nicht genau, es reicht mir nicht. Ich hätte gerne mehr. Halo ist ein Leader, es ist überhaupt die Serie und die muss dann auch richtig geil aussehen. Wenn es Modern Warfare schafft, dann muss es dann Halo auch schaffen. Das kann man erwarten, finde ich. Das ist nicht zu viel erwartet. Da muss mal gucken, wie dann jetzt das nächste Halo, das dann quasi das letzte, was von Bungie entwickelt ist, ja jetzt Reach, bevor die dann zu Activision rübergehen, glaube ich. Ne? Und von Activision kommen ja jetzt hier Infinity Ward eigentlich, glaube ich, oder? War es nicht so? Wie? Von Activision? Aber Infinity Ward macht jetzt nicht Halo weiter. Oder? Ich weiß es nicht. Aber irgendjemand muss sich ja Microsoft jetzt holen, die dann Halo dann weiterbauen. Ich glaube, die lassen das erstmal ruhen. Ist es Bungie? Ja, aber die wollen ja erstmal keine Halo-Spiele machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist aber auch richtig. Oh, Entschuldigung, ich merke gerade, du hast gar kein Mikro. Entschuldigung, sag's mal. Ist ja auch entfallen, ne? Ach so. Ja. Grafik, ihr bewertet Grafik voll über, finde ich. Wir argumentieren nur natürlich, wie der Eindruck von Halo 3 damals gewesen ist. Und ich meine, speziell im Kontext, wenn du ein Modern Warfare 1 hattest, was grafisch weggehauen hat, deshalb erinnerst du dich wahrscheinlich negativer an die Grafik, als es vielleicht letztendlich gewesen ist. Ja, aber dafür ist der zum Beispiel der Singleplayer-Modus von Modern Warfare 1 oder Teil 2, und das ist ja, also natürlich alle Spiele des Multiplayers wegen, aber trotzdem gibt es ja auch die Kampagne.
Und natürlich ist sie grafisch geiler, aber da passiert auch einfach nicht so viel wie in Halo-Spielen. Also allein was die KI angeht und wie die Levels aufgebaut sind und was da organisch eigentlich alles passiert, auch ohne dein Zutun. Da leistet Halo eigentlich so unglaublich viel, was andere Spiele bis heute nicht schaffen. Und da finde ich das jetzt nicht so schlimm, wenn dann die Explosionen jetzt nicht so fett sind wie beim Modern Warfare 2. Ja, stimmt halt auch schon. Man hat ja auch die ganze Fahrzeug und die ganze Physik und so. Und das ist ja auch das, was Halo ausmacht. Ich will jetzt Modern Warfare 2 nicht niedermachen und Halo jetzt auch nicht irgendwie immer komplett in Schutz nehmen. Aber für mich ganz persönlich, ich finde die Grafik da jetzt nicht so unglaublich wichtig. Und wenn es auch nur ein bisschen besser aussieht als 3, das würde mich nicht total kicken. Und ich raste dann auch nicht aus vom Fernseher, weil die Grafik so fett ist. Aber mich stört das jetzt auch nicht so mal. Ich will einfach nur ein geiles, cooles Spiel, was mich auf andere Arten kickt. Und weiß nicht, so bei GTA damals habt ihr, glaube ich, auch gerade schon angesprochen. Ja, das hatte ich eben angesprochen. Grafik auch nicht immer State of the Art, aber da ging es einfach um andere Dinge, ohne dass es deswegen grafisch schlecht ist, weißt du? Also es gibt ja einen Unterschied zwischen ist jetzt nicht so geil und ist echt mies. Ja, aber trotzdem, man will es ja nicht immer aus der Nerd-Ecke betrachten, aber das ist auch wichtig eben, um sich in der Spielwelt wohlzufühlen. Und Halo ist nicht hässlich und das finde ich sieht auch gut aus, aber es ist auch kein unwichtiger Aspekt einfach. Weil nein, jetzt gerade, ich habe es schon gesagt zum dritten Mal, Red Dead Redemption ist gerade richtig. Also zieht mich einfach auch wegen der Grafik rein. Wegen dem ganzen Licht, wegen den, weil alles so schön scharf und authentisch aussieht. Ja, aber nicht steril, sondern staubig. Ja, also ich freue mich auch, wenn irgendwas richtig geil aussieht. Ja. Aber jetzt gerade im Falle von Halo, weil du gerade meinst, man muss sich in der Spielwelt wohlfühlen. Also für mich ganz persönlich passt bei Halo so gut zusammen, dass ich mich da extrem wohlfühle, auch wenn ich natürlich sehe und es mir bewusst ist, dass es grafisch jetzt nicht state of the art ist. Ja. Das können mittlerweile andere Spiele besser. Aber in dem Fall, also für mich ging es bei Halo schon immer einfach um ganz andere Sachen. Und deswegen stört mich das jetzt nicht so. Aber natürlich, ich kann es nachvollziehen und ich glaube, da werden sich auch viele Leute beschweren, die dann einfach von der Grafik enttäuscht werden, die vermutlich echt jetzt nicht viel besser wird als bei 3. Haben wir ja bei der Halo Reach wieder gesehen. Das sieht alles nett aus, aber es ist jetzt auch kein Krankensprung. Es ist wirklich letztendlich, musst du auch sagen, im Auge des Betrachters. Ja, also jetzt, ich stimme dir zu, was Red Dead Redemption angeht. Ja? Gestern ein Kollege hier aus der Redaktion, Red Dead Redemption sieht so hässlich aus, war die Aussage. Was wäre das gesagt? Ja. Nee, ja. Das wollen wir jetzt wissen. Jetzt sag mal Namen. Der große Quambusch. Ich kann auch verstehen, dann, wo er wenn dann dorthin kommt. Wenn er nicht schon nach Hause gefahren wäre, wir fahren hinterher und verprügeln ihn. die Aussage kann ich nachvollziehen, weil in der Form Red Dead Redemption sieht geil aus, sieht stimmungsvoll aus, passt alles echt gut. Aber natürlich ist es noch dieser Open-World-GTA-Style, wo der nicht ganz so flüssig ist in manchen Stellen, wie er sein könnte. Und da können sich alle Leute dran aufhängen. Ne? Also ja, aber man kann aber auch krampfhaft versuchen. Komm, wir brechen die Diskussion ab. Das ist ja, echt, das ja. Ist egal, darum geht es ja der Bogen, der, ähnlich, genau, also. Der Bogen, den ich dann dementsprechend spannen wollte, war, es war ja wirklich Halo 3 nicht abträglich, egal wie die Grafik dann angesehen wurde, ob es jetzt nicht, das war ja nicht das ausschlaggebende Merkmal, sondern eben, ja, ich habe es als Außenbetrachter mehr den Multiplayer natürlich dort im Sinn, aber ihr könnt mir natürlich eher dann drüber erzählen, abgesehen von der Story, auf die wir noch im Detail eingehen werden. Was war das Besondere an Halo 3? Was hat es nochmal neu gemacht? Was hat es anders gemacht? Oder war es wirklich nur die Story, die das zu Ende gepackt hat? Ich glaube nichts. Also jetzt, echt? Gar nichts? Wenn ich jetzt wieder an den Dreier denke, das ist auch so ein Ding, ich finde es einfach schade, dass bei mir ging die Halo-Leiter leider so ein bisschen abwärts und ich möchte es mir heute noch nicht eingestehen, aber Halo 3 hat mir, wenn ich ehrlich bin, nicht richtig viel Spaß gemacht. Ich habe es einmal durchgespielt, im Gegensatz zu 10-mal den ersten Teil und 5-mal den zweiten. Und dann hat es mir auch gereicht. Und ich hatte auch keine Motivation, das vielleicht nochmal auf hart durchzuspielen oder so. Und es ist mal wieder auch eines dieser Dinge, ich kann das nicht festmachen. Ist es jetzt, wie die Gegner postiert sind, was für Gegner das sind, welche Waffen da rumfliegen, wie die Story ist. Ich kann es nicht festmachen. Irgendwie ist es immer noch Halo. Aber warum ich jetzt nicht diesen Spaß hatte oder warum ich jetzt auch keine großartigen Magic Moments hatte, ich weiß es vielleicht auch deswegen nicht, weil ich sie alle vergessen habe. Gab es welche? Also bei mir ist es genau andersrum. Ich fand Halo 3 richtig geil. Ich hatte extrem Spaß. Mich hat es total gekickt. Und wie gesagt, glaube ich, spiel heute Abend auch nochmal eine Runde. Ich habe gerade wieder richtig Bock. Aber ähnlich wie du, ich könnte aber auch nicht sagen, warum. Also bei Halo 1, ne, das war so für jeden so das Erweckungserlebnis, die erste Berührung mit Halo, kann jeder ganz genau sagen, warum er es geil fand. Und vielleicht im zweiten irgendwie auch noch, haben wir ja auch schon. Es gab so ein paar Momente, die waren voll cool. Ich kann jetzt aber auch nicht unbedingt sagen, warum ich Halo 3 so gut fand, eben weil es eigentlich nicht viel Neues gemacht hat. Man muss ja auch nicht immer was Neues haben, um was gut zu finden. Schließt sich ja nicht aus. Vermutlich ist es das. Also ich fand das einfach, das hat irgendwie die Halo-Formel
noch mal genommen und noch ein bisschen schöner gemacht und glatter und 2,5 neue Sachen dazu gepackt. Die Story wurde am Ende schön abgeschlossen. Also wie gesagt, ich kann jetzt nicht einen Grund nennen, aber mir hat Halo 3 von vorne bis hin total gefallen. Ich fand's gut. Aber wenn ich jetzt irgendwie Halo 3 vor meinem geistigen Auge nochmal durchspiele, ich kenne den Wald, dann denke ich an Elton, dann denke ich an diese Lichtung mit dem Fluss, dann denke ich an diesen Staudamm, wo dann irgendwann die Eliten, also ich glaube, da hört es auch schon fast auf. Dann kenne ich noch also, dieses Höhlenlevel, wo auf einmal irgendwie dieses Untergrundlager von den Menschen eingenommen wird von diesen Mückenviechern. Ja, und das ist, glaube ich, so ziemlich alles die Bombe. Dann fährst du mit dem Jeep auf den Highways nach Voi, weil du ja erst die Lufteinheit, also das Gebiet, weißt du, was die Aliens haben wollen in Afrika, ja. wo der Link ist, der zur Eiche führt. Das Ding wollen die Menschen bombardieren, aber vorher müssen halt irgendwie die Flugzeuge da weg oder so und deswegen fährt der Jeep dahin. Du musst die Luftgeschütze ausschalten. Irgendwie so, genau so war das. Ja, damit die dann... Das ist auch so typisch, das ist dann schon das, was du auch meintest, dass man oft die Story gar nicht so mitkriegt in all dem. Genau. Weil du siehst ja nur, okay, jetzt in den Jeep, oh Mann, ich habe schon fast keine Energie, jetzt fahre ich erstmal geradeaus. Was? Ah, okay, da soll ich hin. Und du weißt gar nicht mehr, du hörst es im Peripheren nur noch so, und das und deswegen machst du das, ist mir doch egal. Ja. Sag mir, wo das Ziel ist und wie stark ich draufhauen soll. Die Story, die wird dir schon erzählt, aber genau, du kriegst es irgendwie eigentlich gar nicht mit. Du hast gerade ganz andere Sorgen. Genau, also Sorgen. Ich denk bei Halo 3 primär direkt an den Anfang, wenn sich der Gebieter und der Master Chief, also der Master Chief kracht ja dann auf die Erde, natürlich kein Problem, da steht er wieder auf. Ne, macht ja nichts. Ja, nein, muss man doch sagen, er hat diese Rüstung, die er hat, ist ja wie so ein, also ist ja, er kann ja im Weltall, kann er ja ohnehin überleben, so offensichtlich. Und das ist so eine Gel-Schicht, die sich versteift. Mhm. Und dadurch kann er halt nicht sich alles brechen, während er da durchgeschüttelt wird von der Physik. Halte ich physikalisch für bedenklich. Wieso? Es gibt Raumschiffe, die können da hoch und runter. Dann kann doch der auch einen Anzug anhaben, der wie ein Raumschiff funktioniert. Aber daran denke ich ganz am Anfang, wenn die sich zum ersten Mal treffen und der Master Chief, der kommt quasi wieder zu Bewusstsein, wird geweckt, ey Alter, was ist los? Aufstehen. Und er sieht dann aber, dass seine Kollegen mit dem Elitentypen ankommen. Und natürlich schnappt er sich sofort die Waffe und hält sie ihm direkt so an den Hals. Auch so geil, unten an dieses komische Maul. Super. Typisch Ass-Kicker-mäßig. Und dann sagen die anderen, ey, ganz ruhig, er ist auf unserer Seite. Und dazu hörst du dieses Ding, Ding, Ding. Das fand ich geil. Erstmal, okay, Halo geht weiter, Alter. Hier passiert gerade was Großes. Das fand ich sehr gut. Ich mochte nur die deutsche Synchro halt überhaupt nicht. Ja, wie das immer. Hat halt alles zerstört. Das ist echt schade, weil das wirklich viel ausmacht, finde ich, ob man es auf Deutsch spielt oder auf Englisch, weil die englischen Stimmen schon besser sind. Aber ich muss nur kurz nochmal sagen, wie geil das ja eigentlich auch ist, muss man sich ja auch mal überlegen. Man muss es auch mal sagen. Der kommt da an mit diesem feindlichen Raumschiff, was er gekabert hat. Da ist gerade Megakrieg. Das Erste, was er macht, sich eine dicke Bombe nehmen, die eigentlich für die Menschen gedacht war, mit der Bombe rauszuspringen in Richtung des nächsten großen Kreuzers. Dann schießt er quasi in dieses Ding oder an diesem Ding vorbei, wirft die Bombe auf den Kreuzer, der Kreuzer explodiert und er schießt einfach direkt weiter und tritt in die Erdatmosphäre ein und landet dann irgendwo im Wald. Ja? Okay, weiter geht's. Ich meine, und das noch cooler geht's fast nicht. Ja? In einem Film würdest du alle sagen, so wie drei Engel für Charlie. Ach komm, ja, von mir aus. Ja, weißt das stimmt. Du? Aber jetzt will ich gerade nochmal fragen, wenn die Spartans so Arschtreter sind, okay, wie werden die dann besiegt werden? Genau, das wollte ich jetzt. Wir werden es ja wahrscheinlich. Das werden wir in Reach sehen. Echt? Ja, also das Ding ist ja, dass du ja nicht viel machen kannst, wenn oben so ein Kreuzer ist, der den ganzen Planeten verglast. Also was willst du machen? Ja, das ist was die Aliens machen. Das machen die ja dann auch, als die Flood in Teil 3 dann auch auf die Erde kommt, verglasen sie ja ganz Afrika. Also, das fand ich auch ein bisschen hart, offen gesagt. Aber es ging wohl nicht anders. Was willst du machen? Die Flood ist halt krass. Glasklar. Da gibt es eine Lösung. Also, wenn Sand erhitzt wird, wird Glas draus. Das heißt, die erhitzt das Ding einfach so krass, bis nur noch Glas übrig ist. Auch schon irgendwie krass. Das ist mega eigentlich. Das ist schon sehr radikal. Und also, das finde ich auch so gemein. Da hast du diese super Soldaten und dann packst du die auf den Planeten und dann kommen die von oben und verglasen alles. Und das finde ich auch interessant. Ich habe mir die Geschichte ja eben nochmal durchgelesen, so damit ich grob das rezitieren kann. Und nicht alle Teile von Reach scheinen verglast worden zu sein. Das heißt, irgendwo ist sicher ein Fleckchen, Halo Reach irgendwo mit deinen Spartans. Ich hoffe ja, dass die überleben. Ich hoffe ja, dass die überleben oder dass die irgendwie. Ich weiß, klar, es wird wahrscheinlich tragisch, aber ich will, dass die überleben und in Halo 5 dann irgendwie wieder Ärsche treten mit dem Master Chief. Hey, also es ist ja prädestiniert durch die ganze Kälteschlafmethodik oder sowas. Also irgendwas wird da noch rumfleuchen. Ja, vor allem, da kommen wir ja auch noch. Also wir müssen ja die Geschichte nachher nochmal irgendwie ein bisschen aufdröseln von 3, aber das Ende finde ich immer noch saugeil. Eine weitere Sache, an die ich denke, wenn ich an Halo 3 denke, ist dieser epische Kampf am Ende gegen die zwei Scarabs. Also die.
Du warst genau, ja, du warst, kam ja immer wieder vor, bestimmt 2, 3, 4, 5 Mal im Spiel, dass du halt immer, da war so einer, macht alle fertig, du musst dich da irgendwie hoch zu seiner Kommandozentrale kämpfen, schaltest den dann aus und bevor er explodiert, springst du schnell runter. Das war immer schon krass und episch genug. Aber auf einmal siehst du dann, dass er zwei von diesen Viechern in diesem Tal, in diesem Schneetal rumstampfen. Und diese Basis da bewachen, wo du rein musst. Alter, und du musst an denen vorbei, du musst die beide down kriegen. Das fand ich schon, das war echt geil. Also, das hab ich mit Eddie. Diese Aufregung kann man nicht nachvollziehen, wenn man jetzt nicht so krass in Halo drin ist, aber wenn du das erste Mal gegen zwei von denen antreten musst, ja auch, das ist schon du krass. Du musst halt überlegen, davor kriegst du halt Hornets, wenn du willst, diese Flieger fand und Panzer geil. Und du kannst machen, was du quasi, du weißt, du hast dicke Waffen, aber das, was kommt, ist halt noch viel, viel dicker. Ja? Und das auf Legendary, ich hab's mit den Honks Booty, Eddie, Nils gespielt, die halt wirklich, ich musste beide Scarabs alleine erledigen und hab die ganze Zeit nur noch Gemeckerei von denen gehabt, die sich aufgeregt haben, alle scheiß Scarabs, ein Schuss, weil schon bin ich tot, melde. Und währenddessen, weißt du, hab ich die ganz cool auseinandergenommen und also die wäre ich mal halt dabei nix. Gewesen, ey. Ja. 7 Minuten hätte gebraucht, nicht mehr. Und zum letzten, das ist aber auch das allerletzte, diese große Fast-Final-Szene, wo du dich mit dem Gebieter zusammen und der Flood zusammenschließt, um den letzten Propheten daran zu hindern, wirklich die ganze Galaxis auszulöschen. Ja, das Bündnis, das fand, was genau eine Mission hält. Alter, das fand ich so geil. Ich hatte wirklich, ich bin aufgesprungen, gerade Gänsehaut und hab geschrien durch die ganze Wohnung. Alter, ich komm gleich! Weil ich das... Da war ich auch sexuell erregt, muss ich sagen. Naja, ich meine, es gibt auch diesen letzten Propheten der Covenant, genau. Und der will nach wie vor aber die große Reise antreten. Und dadurch, dass du den letzten Halo-Ring hast du doch dran gehindert. Mit der Arche kannst du alles aktivieren. Genau, die Arche ist quasi so das letzte System, mit dem du alle Ringe gleichzeitig abfeuern kannst. Das ist so quasi der Fail-Safe-Key, wenn das nicht funktioniert haben sollte. Mhm. Dann hast du die Arche und da kannst du alle Ringe gleichzeitig abfeuern in der ganzen Galaxis. Die richten sich dann alle aus und dann kannst du mit dem letzten Knopfdruck kannst du alle Ringe gleichzeitig abfeuern und dann ist halt die ganze Galaxis am Arsch, da gibt es einfach kein Leben mehr. Und er ist aber trotzdem so kurz davor, den Knopf zu drücken und dann kommt halt die Flood und verbündet sich mit dir für den letzten großen Kampf und dann ziehst du zusammen mit der Flood, ziehst du diesen ganz langen Gang entlang und kämpfst dich bis zum letzten Propheten vor. Ey, warum weiß ich das nicht mehr? Das klingt so super. Ey, ohne Scheiß, das war auch... Vielleicht hast du aufgehört. Nein, das kann nicht sein. Ich hab's definitiv... Das war episch und das war geil. Und obwohl du ganz genau wusstest, das ist so ein Waffenstillstand, der hält auch nur, bis du das... Ja. Genau. Und sobald, auch genau eine Sekunde später, musst du aber die Flood sofort bekämpfen, weil die nach wie vor einfach alles assimilieren will. Aber also das fand ich geil. Diese eine Szene, so okay, jetzt alle drei Fraktionen, so der letzte große Kampf. Und danach geht der Krieg weiter. Aber diesen einen Gegner müssen die zusammen siegen. Das fand ich super. Weißt du, Simon, also wir haben ja da haben wir noch die Story, schon zusammengefasst, ne, von Halo 3. Aber du kannst ja die Grobfassung einfach nochmal geben. Also im Grunde ist sie das schon. Man kann halt nur so sagen, dass durch das, was sie eben in Afrika ausbuddeln, was sie ja dann noch schaffen, aktivieren sie sowas wie ein Warpfeld, was halt wo sie nicht vorher wissen, wo es hinführt, aber es stellt sich dann raus, das führt zur Arche. Und die Arche ist, wie du sagtest, so die letzte Failsafe-Option, um die Ringe zu machen. Aber die produziert auch quasi alle zerstörten Ringe nach. Das heißt, und das ist auch so eine Sache, die habe ich beim ersten Mal durchspielen nicht mal annähernd gerafft. Ich auch nicht. Also weil du landest dann nämlich auf einem halbfertigen Ring und das ist tatsächlich der Ring aus 1. Das ist der Ring 04 aus 1, den du am Ende auch nur deswegen quasi abstellen und zerstören kannst, weil du den Index noch hast von Teil 1. Aus Teil 1, genau. Mhm. Und das ist so, das rafft man wirklich gar nicht. So, du gehst halt mit und mal, also und auch der Illuminat, also das habe ich glaube ich auch vorhin falsch zitiert, der Illuminat wendet sich nämlich erst im dritten Teil gegen dich und im zweiten ist er glaube ich auch noch auf deiner Seite. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Im zweiten hat er ja quasi dadurch, dass sein Ring zerstört wurde von dir, hat keine er Aufgabe. Keine Aufgabe mehr und erkennt dann stimmt, dass es quasi eine selbstmörderische Aktion ist, da irgendwie diese Ringe abzufeuern. Ja, genau, aber dann sobald, hat er ja wieder keine er den Aufgabe Ring wieder mehr. Hat mit ja. dem Index, genau, das ist aber dann wieder seine Aufgabe, den Ring zu beschützen. Und dann, stimmt, so läuft es. Und da muss ich, also das ist echt lustig, jetzt wenn wir drüber reden, im Nachhinein macht das echt alles Sinn. Also die Story, die ist ja nicht total bekloppt. Nee, die ist aber nur wie sie im Spiel wie sie im Spiel erzählt wird, man kriegt das alles nicht so mit. Also da hat Tran schon recht, so Storytelling, also Master sind sie da jetzt nicht. Ja, es hätte dann aber wirklich Kojima-mäßige Ausmaße angenommen. Ich sag nicht, dass ich das schlecht gefunden hätte. Ich glaube nur, aber das hätte das auch ist nicht für so einen Titel, genau, wer weiß, hätte, wie viele Leute es wegdrücken. Ja, exakt.
Also anderthalb Stunden da, wie die Story von Halo erklärt, ja, vielleicht auch ein bisschen viel. Ich sag mal so, da haben sie auch ganz gut verdient mit dem Comics drumherum und den Büchern und so. Also irgendwie ist das ja schon für die auch ganz gut ausgegangen. Ja, klar, wenn du so ein reiches Universum dann schaffst, kannst du dich ja eben in solche Nebenstories und wirklich für die Leute, die es auch letzten Endes interessiert. Ja, ne? Genau. Also wer will, kann kaufen sich dann die Bücher und den Comic und. Und das, den Moment, Anime, wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Es ist am Ende einfach so, also am Ende ist wieder so, zum einen, dass halt die Menschen und die Elite wirklich zusammen irgendwie auf der Erde kämpfen, was schön ist, und dann halt hier Dings alles zerstört wird, also Halo Delta oder wieder, die Arche meine ich, Entschuldigung, wir sind ja Teil 3. Und das Interessante ist dann halt, wenn das zerstört wird, also du erledigst dann am Ende auch natürlich wieder den Ring und damit auch die Flood. Was ich nicht ganz verstehe, ist ja, dass es irgendwie unlogisch ist, dass du die Flood dann halt damit beendet, besiegt hast, weil eigentlich ist das ja Quatsch, weil die Blutsväter haben ja tausend Varianten versucht, die zu killen und haben sie nicht fertig gekriegt, weil immer eine Drohne überlebt hat. Irgendwas hat immer überlebt bei der Flood, weißt du? Und dann ist sie aber am Ende doch weg. Einfach nur, warum ist sie denn jetzt weg? Ist das nicht so? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die wird doch am Ende zerstört. Also wie immer, es ist so, der Ring explodiert, du flüchtest mit diesem Schiff und das Schiff wird aber durch die Welle in der Mitte geteilt und der Arbiter ist vorne und der Master Chief ist hinten und der Arbiter kommt durch, der fliegt quasi mit dem Warpfeld zurück. Ja, und das hintere Schiff mit Cortana bleibt im hinteren Teil des Schiffes. Genau, im hinteren Teil des komplett unbekannten Universums, was irgendwo ist, wo keine Sau weiß wo. Das ist ja das Wichtige dran, dass der Master Chief verschollen ist und für tot erklärt wird, weil eben keine Sau weiß, wo zum Teufel ist die Arche überhaupt. Genau, die Arche befindet sich quasi außerhalb unserer Galaxis. Genau. Also, ja. Irgendwo am Arsch der Welt sozusagen. Aber hier laut dem schlauen Zettel hier dementsprechend, es gab kann man ja alles gar nicht im Kopf haben. Das war wirklich am Ende dann hin, dass der Master Chief entweder tot sein kann, weil ich glaube, damit wurde ja auch viel von der Werbekampagne vielleicht was gemacht. Der Master Chief ist tot oder gab es da nicht was vorher? Es war so genau, oder was muss man gleich auch nochmal eingehen bei der TV-Werbung. Aber das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist, ob die Flood jetzt vernichtet wurde. Ich denke, für ein Happy End muss es ja eigentlich so sein. Aber warum soll die denn jetzt komplett vernichtet sein? Wurde ja in jedem das würde ja bedeuten, dass sie nur auf dem Ring war und wenn der Ring zerstört wurde, ist damit die Flood vernichtet. Naja. Das aber ist ja das, Flood was ich auch doof finde. Weil, die ist doch auch schon in High Charity gewesen, die Flood. Ja, aber High Charity... was für ein Nerdgespräch. Nein, aber High Charity, da ist ja Cortana. Mama, weißt du, brauchst du Halo 2. Halo 2, Halo Delta sozusagen. Und da ist dann High Charity und da ist dann Cortana, was die da macht, weil wissen wir ja alle nicht, so die verbrüdert sich mit dem Flood. Ja, genau. Und dann kommt sie aber bei Halo 3 ja dann auch gerade, als die Aliens springen zu der Arche, kommt sie an mit dem Flood-Schiff. Und dann, weißt du, holst du ja Cortana raus aus dem Flood-Schiff. Das Infizierte, und dann, und dann verglasen deine Elite-Kumpel den kompletten Afrika-Kontinent, damit eben die Flood weg ist. Soweit ist das im Grunde durch, weißt du? Der Halo-Ring wurde zerstört, also frag mich jetzt irgendwo nicht, irgendwo gibt's doch noch... Aber das ist ja auch das, was ich meinte, dass es eigentlich unlogisch ist, weil wenn die Blutsväter diese Ringe erfunden haben, weil es alles die einzige Möglichkeit ist, die zu zerstören, und du sie nicht benutzt, die Waffe, ja dann... existieren sie halt weiter, oder? Ich meine, weil irgendwo ist ja immer noch eine Spore. Also in der Tat was... Der Gravemind wird, glaube ich, am Ende zerstört. Das kann man so sagen. Der Gravemind ist tot dann am Ende. Was aber wiederum eigentlich nur ein Sieg auf Zeit ist, weil das Prinzip der Flood ist ja, dass sich irgendwann genug Flood-Masse zusammenzieht zu einem neuen Gehirn. Die brauchen also ja wirklich nur eigentlich haben sie ja noch Mechanismen, Lebensformen, an die sie sich so ranklappen. Ja, wie es heißt, eine Spore kann eigentlich reichen, um ganz Universum zu vernichten. Im Grunde wurden dadurch eben die Möglichkeit offen gelassen, irgendwann mal in ferner Zukunft dort wieder zu also hier laut dem ganz speziellen Bonusende ganz am Ende bei Halo 3 eben, normalerweise wäre es ja, also Cortana und der Master Chief sind im hinteren Teil dort und der Master Chief friert sich wieder ein, wenn mal was los ist. Genau, er sagt halt, wake me up when you need me. Oder für Sex. Ja. Hatten wir schon. Oder für Sex. Und es eben noch ein Bonusende gibt, wo man sieht, dass das Schiff auf einen mysteriösen Planeten hinfliegt. Master Chief geht auf Reisen sozusagen. Wenn der dann nochmal erstmal zurückkommt, muss es ja gar nicht erstmal was mit klassisch Flood und hier Erde und alles zu tun haben, sondern Master Chief tritt anderswo Ersche, was auch schon mal ganz lustig wäre. Das ist ja das Ding, genau. Der wäre wirklich auf einem komplett neuen Planeten. Ja, aber das ist ja so, du siehst erst in einem anderen Universum, also nicht in einem anderen Universum, aber in einem anderen Sternendings. Aber ich meine, stell mal vor, es gäbe irgendwann doch nochmal Halo 4 oder so und da bist du wirklich auf einem komplett neuen Planeten mit neuen Gegnern, neues Design, alles neu, eine ganz neue Welt, eine neue Trilogie beginnt. Es ist ja auch so, wenn du überlegst, Microsoft, ich meine, im Grunde haben die nichts anderes gemacht, als den Master Chief hinter Glas zu packen und dann, weißt du, so einen kleinen Hammer beizulegen, so im Fall von Geldmangel bitte Scheibe einschlagen, weil das ist exakt alles. Und wenn sie mal wieder Geld brauchen, pam, wird er wieder geweckt, hier ist eine neue Welt,
lern das mal alles kennen. Ist ja auch nur eine Frage. Und übrigens, ach, die Flat, da ist er wieder. Oh, ja. Okay. Übrigens, das fand ich auch sehr schön. Und der Arbeiter sucht ihn ja auch. Also ich denke, der Arbeiter wird auch nochmal eine Rolle vielleicht spielen, weil der sucht ihn das ja. Das sind jetzt die besten Superfreunde. Ja. So. Und der Gravemind kommt auch noch an den Start. Aber das Ende fand ich übrigens auch sehr schön. Hast du schon gesagt, Simon, der Master Chief wird erstmal für tot erklärt, dass sie diese Begräbnisszene noch haben. Also auf der Erde, ne, die gefallenen Soldaten werden dann geehrt und du siehst halt Fotos von den ganzen gefallenen Soldaten und du siehst so langsam, die Kamera zoomt so rechts auf die Ecke von so einem Steinmonument und da hat jemand so hier 117 eingeritzt und dazu so eine pathetische, traurige Musik. Das fand ich, das war schon nett. Also natürlich pathos und kitschig und so. Aber das hast du dir ja verdient nach dem ganzen Spiel. Das hat mich schon ein bisschen berührt. So. Hat jemand eigentlich das Special-Ende von Halo, war das 1 damals? Mit dem Helm? Ja, ich hab's. Ja, ich auch. Das, und der Master Chief sich in den Arm liegen. Ach, das nicht. So, ja, die kämpfen so und dann merken sie, oh, jetzt explodiert gleich alles. Und dann denken, gucken sie sich so an, so, ach, egal. Und umarmen sich noch einmal so. Und es ist halt so ein bisschen blöd, aber fand ich super. War, glaube ich, als Witz gedacht. Sky Love between two straight men. Wie die ganzen Abstände bei Metal Gear Solid 3. Ja, stimmt. Da gibt es ja auch noch eins und genau. Noch eins und noch eins. Und noch eins und noch eins und noch und eins. Und nach den Credits noch einen. Und dann kommt nochmal Kojima Production und dann kommt nochmal was. Ja. Also und dann kommt das richtige Ende. Ja, das richtige Ende. Also inhaltlich hat auf jeden Fall, auch wenn nicht alles perfekt abgeschlossen ist, dass die Sporen noch für irgendetwas nach Möglichkeit dort offen gelassen wurden, war eigentlich Halo 3 der Abschluss der eigentlichen Trilogie. Dann, ne? Ja, das war eine, genau. Man merkt dann eben auch, es gab ja natürlich viel Halo in den Folgejahren, aber die haben sich natürlich dann auf entweder Nebenprojekte dann versteift oder Prequels oder, also speziell jetzt, wenn wir aufs letzte Jahr zu sprechen kommen, wir haben ja gesagt, Halo ist eigentlich gut auseinandergefächert von den Releases her, 2001, 2004, 2007. 2009, letztes Jahr, gab es eigentlich gleich zwei Halo-Titel, einer, der sich lange Zeit verspätet hat, mit, da wirst du gleich nochmal ordentlich ja, als der, wie viel Matches hast du in Halo hier, Halo Wars gemacht? Es sind auf jeden Fall über 1000, aber gezählt sind ungefähr 680 ja. Oder so. Und das, sowas. Was zählt, was wir fürs Fernsehen aufgenommen hast, verloren gegen Woody. Das erste. Das zweite, was ich überhaupt gespielt habe, und das erste hatte ich gewonnen, möchte ich dazu nochmal sagen, gegen Woody, aber das haben wir natürlich wieder nicht aufgenommen. Sowas Dummes aber auch. Aber hat sich wohl als Fehlertäuber genau, eingeschlichen. Kurz um es einzuleiten, also es war lange Zeit geplant, eben noch ein Halo-Spin-Off zu machen, Halo Wars, quasi was das Strategiespiel oder Echtzeitstrategie auf der Konsole nochmal richtig machen sollte, so wie Ego-Shooter nochmal Halo als Ego-Shooter. Ja, genau, noch eine Strategie für die Konsole etablieren. Eben, und es hat sich lange, lange Zeit eben verschoben, das hat Ensemble Studios gemacht bei Microsoft, die Age of Empire, glaube ich, gemacht haben. Genau, Age of Empire. Und damals hieß es sogar noch, dass Peter Jackson irgendwie da involviert ist. Stimmt, und man dachte okay, der war ja auch mit King Kong so ein bisschen, hat da ja auch ein bisschen neue Features, sag ich mal, ausprobiert als Nicht-Gamer. Was jetzt? Halo Wars. Tran fragt mich gerade. Tran fragt ob er ganz leise, ob er es gespielt hat. Gespielt? Ich hab's gespielt, ja. Gregor meinen eigenen Podcast machen, solange ihr über Halo Wars redet. Nee, habe ich auch gar nicht. Ich werde mich beeilen, ganz ehrlich, ich weiß schon, dass keiner Fan ist. Wir haben uns ja auch größer über Halo Wars unterhalten im Strategie-Podcast, also brauchen wir da nicht Moment so. Moment mal, also ich finde Halo Wars, ich habe es mal angespielt, ich fand es auch sehr gut, aber ich habe es einfach nur noch nicht gespielt. Das heißt aber nicht, dass es mir nicht gefällt. Ich bin nur noch hierzu gekommen, irgendwie, wie es halt immer so ist, es gibt einen Titel und du weißt eigentlich, wird sie voll gut gefallen, aber du bist einfach noch nicht jetzt. Aber generell kann man sagen, das Spiel ungefähr, wenn ich es mal anmache, also ich habe eine Zeit lang exzessiv ich jeden weiß, Tag, jedes mal, wenn 5, du online 6, 7 gehst. Matches, aber mittlerweile habe ich, also wenn man so guckt, 6000 Leute ist so ist der so Durchschnitt, der wenn man Kern, das mal vergleicht mit Halo Reach allein, ja. Mit der Beta, ist ein Witz so, aber ich bin stolz auf jeden, der das spielt, weil das tatsächlich ein kleines, feines, gemütliches Echtzeitstrategiespiel ist, was vielleicht nicht so viel Abwechslung hat, aber für sich cool funktioniert. Also das macht einfach Spaß, Mann. Das ist Halo, ja, in dem du ganze Armeen steuern kannst. Das ist einfach geil. Nee, wird mir auch voll gefallen. Wie gesagt, ich bin nur noch nicht hierzu gekommen. Und ganz kleiner Exkurs, aber das beste Strategiespiel auf der Xbox ist immer noch Civilization Revolution. Ich habe schon gewartet, wann du ernst, darauf ey, zu sprechen kommst. Spielt es und ich schwöre euch, ist ihr doch werdet abhängig. Scheiße, ich hab's versucht. Voll. Was? Ey, einfach, ich hab das von vorne einfacher gesehen. Geht's ich hab's doch lange probiert, nicht. Aber du ziehst da Männchen hin und her und überhaupt so ein Rundensystem, wo ich nie weiß, wo eine Runde anfängt und aufhört. Ich würde es gern können, weil ich habe es ja nicht umsonst freiwillig angefasst, das Spiel, aber ich raff's von vorne bis hinten einfach nicht. Ja. Ja, was weiß denn ich warum? Also ich meine, ich wie, du weißt nicht, wann muss, die Runde mir anfängt da mein und wann Volk, sie aufhört? Aussuchen und baue das dann auf, zivilisiere das quasi. Ja, ist mir schon klar. Natürlich. Aber das ganze Spielsystem habe ich nie gerafft, wann jetzt der Cursor zu welcher Mannschaft springt, wann ich die Mannschaft wechseln kann oder ich kann ja da meine Kundschafter aussenden.
Naja klar, in jeder Runde hast du verschiedene Tätigkeiten, die du machen kannst, ja. In jeder Stadt. Und wenn du entscheidest, dass deine Runde damit beendet ist, dann zieht einfach quasi der Gegner und dann bist du als nächstes wieder dran. Ja, das klingt jetzt simpel, so wie du es sagst, aber wenn man es mal spielt, dann rafft man von vorne. Nee, voll nicht. Nicht. Ey, Tran, total also, wir können da ja gerne mal so, du kannst mich ja mal ein bisschen nimm dir mal zwei unterrichten. Stunden, nimm dir mal zwei Stunden Zeit und fang mal ganz von vorne an. Ich habe mehr als zwei Stunden Zeit mir genommen. Aber, also, das ist wirklich einfach. Also, das ist wirklich exklusiv für die auf die Konsole zugeschnitten. Ja, deswegen, wo wir, glaube ich, in unserer Sendung gesagt haben, das ist super auf Konsole angepasst und tipptopp. Ja, ist das auch. Ja, mag ja wohl so sein, aber ich raff's trotzdem nicht. Gut, aber wir sind egal, darum geht's ja hier überhaupt nicht. Es ging ja um Halo Wars. Und das habe ich einfach nur noch nicht wirklich gespielt, deswegen kann ich da ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen. Es war natürlich, also wenn man Halo Wars rein an die Verkäufe guckt, es hat sich natürlich auch mehrere Millionen Mal verkauft. Ich fand's ein bisschen irreführend von wegen, weil auf der Packung hast du nie gemerkt, was für ein Spiel es sein soll, außer du hast dir ganz genau die Screenshots hinten angeguckt, weil die Special Edition sieht genauso aus wie die Mass Effect Special Edition erstmal, ne, dass du vorne dann diese drei Gestalten hast mit schön blau-orange Kontrastfarben, sah es gut aus und ich hatte der Normale, der denkt, okay, das ist ein neuer Halo-Teil, lass mir den mal kaufen, ne, packst den zu Hause rein. Es ist ja auch ein Halo-Teil. Ich meine, also, wo wir jetzt gerade über große Story und alles geredet haben, da kannst du den von Halo Wars natürlich vergessen. Was da so ganz grob zwischen den Missionen so an Story gebaut wird, ist lächerlich. Also, sei klar, es ist ja auch, die große Geschichte ist schon durch. Du musst es ja irgendwie, wie in Reach auch, also im Kleinen eine Geschichte erzählen, so, weißt du? Und deswegen, aber okay. Es verliert, ja, also man muss es nicht spielen, um die Story von allem zu verstehen, sondern da reichen die Ego-Shooter-Teile. Aber wenn man einfach mal das Gefühl haben will, nicht nur jetzt halt einer zu sein, sondern wirklich so 20 von diesen Hornets irgendwie zu dirigieren oder die dicken Panzer und da sich die Kämpfe anzugucken. Das ist wie gutes altes Command Conquer 1. Also richtig so alt, mit taktisch relativ beschränkten Möglichkeiten, kann man so sagen. So oberflächlich und leicht zu beherrschen. So. Also, aber dann hat es tatsächlich, dadurch, dass man eben immer auch was anders machen kann und so als der andere, hat es auch gute Möglichkeiten, so einen schönen Kampf zu haben. Das Einzige, ich habe mit einem Freund von mir, dem habe ich das empfohlen, meinte so, hol dir, hat es sich geholt, drei Runden gespielt und meinte, oh, ist ja voll langweilig, ist ja immer dasselbe, baust zusammen, haust den Gegner zu Klump. Und er hat aber recht, aber das ist ja irgendwie. Also ich finde das angenehmer als jetzt ein Red Alert 3, was ich davor gespielt habe für ein halbes Jahr, wo man dann echt so, oh fuck, und dann hast du die und die Roboter können noch fliegen und dann musst du sie aber alle anklicken und erst umwandeln und das alles mit dem Pad und da habe ich gegen das Joypad gekämpft und nicht gegen den Gegner und da haben sie dasselbe gemacht wie bei Halo, sie haben es vereinfacht, um es halt erstmal jedem begreiflich zu machen. Ich glaube, das zweite wird wirklich dann, falls es mal einen zweiten Teil geben sollte, wird der Team auch komplexer nicht mehr werden. Ja, aber die Marke gibt es ja noch. Und wenn sie es verkauft hat, ich bin mir sicher, mit einem neuen Halo wird auch ein neues Halo Wars kommen. Glaube ich. Weil es einfach nicht so schwer ist auch. Also mit einem neuen Halo, neues Halo Wars meinst du? Nein, mit einer neuen Halo-Trilogie würde wahrscheinlich dann auch ein neues Halo Wars kommen. Also okay, ich finde es unabhängig davon, man wird ja sehen, wie viel, also ich glaube, es war erfolgreich genug, um Nachfolger wirklich oder eine Fortsetzung zu verargumentieren. Ich finde es cool einfach, wenn du innerhalb von einem Universum unterschiedliche Genres hast, ne? Ja. Also du kannst ja fast schon sagen, also das muss Halo Fun Racer mit kleinen Warhawks. Hey, du kannst sagen, hey, Halo Dating Sim. Halo an sich. Köpfen. Ja. Mögen sie Religion, ja? So bei der Dating Sim. Nee, aber immer drüber reden, ja, immer ein Redethema. Absolut, dass Halo sich so ausgefällt, dass du quasi Halo als der Trant geht. Warum gehst du Trant? Gunnar muss noch was bauen. Dass Halo als quasi eigenes Genre fast schon zu sehen ist, ne? Indem du dich dann nochmal extra aussuchst. Was ist das für ein Spiel? Das ist ein Halo-Spiel. Ne? Kann ja sein, was es will. So in der Form. Aber im Detail haben wir uns ja schon wirklich im Strategiekasten, den ich auch nochmal dementsprechend verlinken werde hier, über Halo was ausgelassen. Aber wir können das auch abschließen. Ich kann es jedem empfehlen. Also, nein, wir können es abschließen, weil wir schon ausgiebig drüber geredet haben. Ja, meine ich ja. Also ich glaube, ich werde es auch echt irgendwann nochmal spielen, wenn ich mal ein bisschen Muße habe. Ich kann es ja nur empfehlen. Also erst muss ich natürlich Bikini Zombie Samurai Squad durchspielen, aber wenn ich das dann widme ich mich, glaube ich, mal Halo. Also ich würde es jetzt nicht mehr für einen Vollpreis kaufen, muss ich sagen. Gibt's, glaube ich, auch nicht mehr für einen Vollpreis. Ja, aber so Budget-Price. Ich schnorre mir eh mal alles von euch und ihr vergesst es dann irgendwann und. Ja, ich habe tatsächlich mehrere Leute dazu gebracht, dass sie sich Halo Wars kaufen, Eddie und ein Freund, aber die spielen es dann halt nie, weil, wie gesagt, die sagen dann, der Eddie kann es zum Beispiel echt nicht, der kann es einfach nicht und den anderen war das zu einfach
Und dann hast du halt keinen, der mit dir spielt, und dann spielst du immer alleine. Und irgendwie habe ich dann irgendwann die Lust verloren, weil du hast dann halt 600 Mal gewonnen, 400 Mal verloren. Okay, du hast verstanden, wie es geht. Du hast auch verstanden, warum du jetzt verloren hast. Und aber das ist halt immer so, du spielst es und dann weißt du nie, rusht der Gegner jetzt? Oder baut er auf langfristig? Oder kommt er jetzt gleich mit seinen Propheten, mit seiner Spezialeinheit, die halt mega stark ist und killt mich? Du weißt nie, was kommt. Und du musst eigentlich immer genau das machen, was als Counter funktioniert. Sonst hast du eigentlich keine Chance. Und ich bin dann oft zu faul zum Scouten und weiß dann nicht, was der Gegner macht und mach manchmal was falsch und hab dann verloren. Denk mir, ja, okay, das ist halt der verloren. Richtige Spirit im Krieg. Ah, ich bin zu faul zu Scouten. Ja, das ist, ey, da mal musst gucken, du, was er macht. Das ist ja auch nicht so einfach, wenn du das Nein, baust. Ja, klar. Also du musst halt auch einen dicken, so einen Jeep bauen, der kostet dich 150 und dann hast du 150 weniger. Das ist so, man lässt es dann doch lieber. Letztendlich. Aber es ist schon, also es ist ein Spiel, was simpel ist. Aber ich finde, nichtsdestotrotz hat es auch einen Platz verdient in der Reihe. Strategiehunger zwischendurch auf Konsole, ey, funktioniert das ziemlich tadellos. Das war für ein Jahr lang, ich habe wirklich nahezu nichts anderes gespielt als Halo Wars. Also ich hatte da die dicksten Spiele und habe die dann gemacht, teilweise für die Arbeit machen müssen, fast schon. Und dann habe ich doch wieder am Abend nochmal 4 Runden Halo Wars gespielt für 2 Stunden. Das ist wirklich, es hat echt Spaß gemacht. Also wenn man in sowas reinkommt und das so beherrscht und das nur noch blind spielt sozusagen, dann ist jedes Spiel wahrscheinlich toll, denke ich mal. Naja, ich glaub, so, das soll, war mein Wort zum Halo. Man soll Halo-Sorte. Das eher so als alternatives Angebot aus dem Halo-Universum begreifen. Das ist keine Revolution, genau, aber keine Revolution. Es löst jetzt auch nicht die Ego-Shooter-Mechanik ab. Aber es ist halt einfach quasi Halo im Strategiegewand. Warum nicht? Genau. Außerdem war es ja nicht so, dass es dann wirklich das einzige Spiel hätte sein sollen, was auf lange Sicht dann eben den Halo-Hunger bedient, sondern es war ja auch parallel, also durch die Entwicklung, weil sich Halo Wars so verzögert hat, hat sich eben auch parallel wurde entwickelt Halo ODST. Viele haben es auch am Anfang erwartet, dass es eigentlich jetzt, ja, das ist ein Add-on, klassisch, weil die Geschichte wurde jetzt erzählt in Halo 3, da will man jetzt ja nicht nur wieder reingreifen, sonst was machen, dass es ein Download-Titel sein wird, aber hat sich ja nach und nach dann herausgestellt, als das Spiel dann letzten Endes im November 2009 oder sowas, ja, oder? Ja, genau. Irgendwie dann rausgekommen ist. Nee, es ist, ich weiß noch, wir waren dort auf der Gamescom und haben und da das Spiel nochmal angucken, das haben noch Interview mit den Entwicklern gemacht. Ah, ja, genau. Und ist dann eben schon 1-2 Monate später rausgekommen und war dort auch als richtiger Halo-Teil zum Vollpreis mit Inhalt und so weiter. Besonderheit, was ich als Nicht-Halo-Kenner, der so sehr involviert ist, dann drin merkt, aber eben das erste Spiel ohne den Master Chief. Ne, ohne einen Spartan überhaupt. Ohne einen Spartan, sondern nur quasi Halo Normalo. Sozusagen soll es fast schon sein, ne, dass du dann dort dein Team an normalen Leuten hast, relativ normalen Leuten, und dort mit einer speziellen Situation, ich glaube, auf der Erde war es doch, ne, wo das dann gespielt hat. Ja, genau. Das spielt genau zur Zeit von Halo 2, als der Prophet überraschenderweise auf der Erde merkt, oh, hier sind ja Menschen, und dann flüchtet und dann die Stadt zerstört durch diesen Sprung in den Slipstream. Ja. Also das ist der Moment. Und eigentlich sollst du, das kriegt man am Anfang gesagt, eigentlich solltest du mit deinem Drop-Ding, mit einem Orbital Drop Shock Kit, ja, was weiß ich, mit diesem, mit der Knarre, ist eigentlich wie eine Bullet, wie eine Patrone bist du ja, also quasi. Ja, du bist, du wirst abgeschossen als Orbital Drop Shock Trooper. Du solltest eigentlich auf dem Schiff von dem Propheten des Bedauerns landen, aber das springt halt vorher und dadurch bist du so, wie so Kojote, wenn die Krippe plötzlich weg ist. So, guck, ding. Noch so ein Schild hochhalten, ouch, oder so runterfallen. Ungefähr so war's, ja. Ja. Und dann landet man da in der Stadt, ist aber alleine, ist ein Rookie, hat keine Ahnung und sucht sein Team. Und immer wenn man so Anhaltspunkte gefunden hat, spielt man quasi ein Flashback des Teams, was die da erlebt haben an der Stelle. Genau, du bist quasi nachts unterwegs in der Stadt. Es ist eigentlich auch außer dir nicht so viele da. Es sind noch so ein paar versprengte Elite-Einheiten und so, ne, die man dann möglicherweise besiegen sollte. Aber eigentlich ist da nicht mehr so viel los. Und immer wenn du halt irgendwie so einen zerbrochenen Helm findest, du weißt es von deinem Kumpel, dann quasi episodisch, dann gibt es so ein Flashback und du spielst nach, was passiert ist, warum der Typ da seinen Helm verloren hat. Ja, genau. Eigentlich ziemlich interessantes Konzept, wie ich finde. Und ich muss auch sagen, ist jetzt nicht mein absoluter Lieblingsteil aus der Halo-Reihe, aber ich fand ihn besser, als er mal so gemacht wird. Ich finde den, ich habe es letztes Mal nochmal angefangen, einfach so irgendwie aus Jux und Dollerei. Und ich muss sagen, mir gefällt ODST echt gut. Also bei mir wirkt das durchaus, dieses
dass du diesmal nicht den Master Chief spielst. Also ich glaube, wenn ich jetzt zum vierten Mal der Master Chief gewesen wäre und jetzt bist halt wieder auf der Erde, wir gucken mal zurück, wie war es denn damals, ich glaube, dann hätte ich es auch so langsam langweilig gefunden. Aber dadurch, du bist halt normaler Soldat, und Rookie, hast deinen Mjolnir-Kampfanzug nicht, kannst nicht so springen, hast kein Energieschild, kannst nicht zwei Waffen gleichzeitig tragen, verträgst einfach nicht so viel, musst auch ein bisschen deswegen anders spielen, als du es aus Halo sonst gewohnt bist. Und ich fand das, mir hat das echt ganz gut gefallen, überhaupt diese Stimmung, das war alles so ein bisschen ruhiger, ein bisschen düsterer, ein bisschen zurückgenommener. Also während andere Spiele, gerade jetzt habe ich so das Gefühl, die wollen sich immer gegenseitig überbieten, noch krasser und noch epischer, am Ende noch eine fettere Explosion, ja, und noch eine krasse Story-Wendung, so Modern Warfare 2 irgendwie. Also, also jetzt als direkter Vergleich mal. Und da hat Odyssey einfach einen ganz anderen Ansatz. Das ist so ein bisschen laid back, sag ich mal. Ja, es ist auch Mut zur Lücke so, oder Mut zum Dagegensein, weil es ist ja, bricht ja mit vielen Regeln. Es hat ja diese Jazz-Mucke, dieses fand ich cool. Elektro-Jazz. Ja, ja, aber ich fand das geil. Es ist ja schon ein Unterschied. Ja, so dann dieses Open-World-mäßige, was ja in Halo 1 so angerissen wurde, dann aber doch nicht durchgezogen wurde, was dann in ODST tatsächlich auch mal gemacht wurde, dass du die Stadt hast, du kannst sie frei erkunden, du hast die KI der Stadt, die dir so ein bisschen hilft, so ein bisschen Hinweise gibt, aber im Grunde bist du auf dich allein gestellt. Ich habe zum Beispiel mal eine Stunde lang so einen von diesen Hinweisen gesucht, obwohl ich direkt da drunter stand. Das ist einer der Hinweise, der oben auf so einem Elektro irgendwie Draht. Sowas nervt mich auch immer. Und ich hab's gehasst, wirklich rumgelaufen, wie ein Besessen, eine Stunde, wirklich, und das Ding nicht gefunden und dann irgendwann gemerkt, ach fuck, das hängt da oben, oh, leck mich doch. So, da rechnet man einfach nicht mit. Na, das gut, ist allerdings hatte auch so schlechte Seiten, sag ich mal, ja, dieses genau. Freie. Und das ist auch so ein Kritikpunkt, weswegen ich Odyssey jetzt auch nicht absolut völlig brillant finde. Dieses Open-World-mäßige war schon ganz nett, aber auch nicht komplett bis zum Ende gedacht. Also allein diese völlig überladene Karte, die dir anzeigt, wo eigentlich was ist, im Prinzip brauchst du es nicht. Du schaltest einfach deinen Visor ein, der dir mit so einem Pfeil hinzeigt, irgendwie noch 300 Meter bis zum Ziel und folgst dem einfach. Also diese Karte an sich, die brauchst du gar nicht. Und ich hätte mir auch gewünscht... Es gab halt viel zu entdecken scheinbar. So an Story drumherum. Ich habe jetzt auch nicht viel davon entdeckt. Ja, genau. Also ich persönlich habe jetzt auch gar keine so große Motivation gesehen, jetzt das nächste Tonband zu finden, um mir dann irgendwie so die Story von so einem kleinen Mädchen anzuhören. Also schon nett, aber bei mir hat sich ganz dieses gezogen. Im Grunde ist es halt nur, also die Story von dem Mädchen ist ja wirklich nur so halt irgendwie das Mädchen, das von der KI halt quasi gerettet wird. Ja, oder? Irgendwie die so. Es hat sich dann quasi da raus, so aus und, von der Stadt. Ich hab's und auch du nicht erfährst ganz dann quasi in Tagebucheinträgen, was mit dem Mädchen da gewesen ist. So die Stimme eines Überlebenden. Also schon nett. Aber ich hätte mir auch zum Beispiel gewünscht, dass, wenn du schon auf der Erde bist, dass die Locations aber ein bisschen anders sind. Dass du mal irgendwie so ein Warenhaus erkunden musst oder so ein Einkaufszentrum. Ja, weißt das du? Also irgendwie mal das zivile was richtig Leben. Anderes. Wie krass das wäre. Du bist zwar im Halo-Spiel, aber in so einer Everyday-Lokalisation. Das fehlt mir aber bei allen Halo-Teilen. Dass das öffentliche Leben da gar nicht existiert. Also da gibt's nicht nur keine Zivilisten, keine Kinder, keine Frauen, kein gar nichts, keine normalen Autos oder so, sondern es gibt, obwohl, ja gut, in Halo, Autos schon. Bei ODST gibt's Autos, okay, das stimmt. Aber was ich meine ist, es gibt halt nur Soldaten, auch in Halo 2, wenn du dann in New Mombasa bist und so und überall ist dieses, alles ist zerstört. Du siehst überall nur Soldaten rumliegen. Du fragst dich die ganze Zeit, ja, wo zum Teufel sind denn die normalen Menschen oder seid ihr, weißt wo du, gehen die denn mal einkaufen? Seid ihr eine geklonte Männergesellschaft? Genau, wo so. Ist denn mal eine Schule Quatsch. Oder so? Genau. Oder ein Spielplatz. Oder wie gesagt, Kaufhaus wäre ja schon cool. Allein, dass du da an ironischen, zukunftsorientierten Sachen einbauen kannst. Stell dir mal vor, kannst. In so einem dunklen Kaufhaus mit flackerndem Licht kämpfst du gegen zwei Jäger oder so. Zwischen Regalen, weißt du, kannst du... Ja, und so zwischen auch so... Wie geil das gewesen. Genau, so Sachen, dass du kommst wohin und dann spielt so eine Begrüßungsmelodie sich ab oder so, die halb kaputt ist. So ein bisschen so Bioshock. Genau. Ja, genau. Also das die haben eine Menge verschenkt auch, Potenzial da. Aber auch hier liegt wahrscheinlich daran, dass sie, wie lange haben sie jetzt, 14 Monate an ODST gewählt? Ja, das war auf jeden Fall eine relativ geringe Entwicklungszeit für, ich meine, auch wenn es, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, auch wenn es natürlich letzten Endes ein Vollpreistitel gewesen ist, er hat seine Anfänge natürlich als Add-on gehabt und da guckst du eben, was kannst du mit den Mitteln machen, die du hast, ne? Und da gibt es bestimmt echt Menge Potenzial, die sie haben liegen lassen, was du dort durchführen kannst. Und es gibt ja auch zum, die konzentrieren sich auch teilweise von den Entwicklernseiten auch her, weil der Multiplayer so ein guter oder großer Aspekt ist. Da gab es ja auch eine Handvoll neue Modes, wenn ich mich recht entsinne, bei ODST, die nochmal der Firefight-Mode. Und so weiter, dass das natürlich quasi auch, die Kampagne ist ein Bonus dazu, ne, zu dem neuen Multiplayer-Modes und alles, was dazu kommt. Ja, das ist, glaube ich, auch Teil des Problems, was ODST auch einfach nicht mehr los wird. Das hat immer so, das hat schon immer noch so ein bisschen so einen Add-on-Geschmack. Also man spielt die Kampagne, ist auch ziemlich kurz, die dauert 6 Stunden oder so.
Nicht mal. Wobei, im Vergleich zu Modern Warfare auch ewig ja, lang. Da dauert das ganze Spiel 6 Stunden. Aber du hast recht, Modern Warfare ist ein bisschen packender und krasser inszeniert. Da verzeiht man die 6 Stunden Da fällt dir das gar nicht auf, wie kurz das ist, weil du bist ja eh völlig, völlig geflasht, was alles passiert. Und da, also diesen Verdacht, irgendwie, es hätte eigentlich wirklich nur ein Add-on sein sollen. Und deswegen war es vielleicht auch ein bisschen frech, dafür Vollpreis zu verlangen. Also das ist ein Kritikpunkt, ich kann das schon nachvollziehen. Das, so ganz sauber ist das nicht. Also, nö, das stimmt, aber wie einfach, weiß nicht, $40 oder was? Oder 30 Euro? Oder meinetwegen auch 40 Euro, aber nicht 65. Das fand ich schon. Also kann ich schon verstehen, wenn das ein bisschen sauer aufstößt. Aber ja, gut. Ja, nee, sehe ich genau. Und der Firefight-Mode, weil du es gerade gesagt hast, Gregor, den finde ich immer noch geil. Der macht einfach Spaß. Ich habe es letztens mit Nils und Budi mal gezockt, einfach so irgendwie. Genau, wir wollten die Halo Reach später spielen und da haben die Server noch nicht funktioniert. Wir hatten keinen Bock mehr zu warten und haben einfach mal wieder ein bisschen Firefight gespielt. Und ich muss sagen, habe ich zu selten gespielt. Also der hat wirklich Qualitäten. Ich glaube, ich sollte dem noch eine Chance geben. Das macht, wenn man ein eingespieltes Team ist, macht das richtig Spaß. So mit den Schädeln und mit diesen Wellen. Die nächste man, Welle. Man kämpft endlich mal zusammen, aber halt nicht die Story, sondern eben, weißt du, diese wie Deathmatch halt zusammen. Das macht schon Spaß. Also ist jetzt nicht der alleinige Kaufgrund. Also deswegen würde ich nicht sagen, muss der ODST kaufen wegen des einen Modus. Aber der macht schon Laune. So ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Würde ich sagen. Trant. Na, ja, Trant? Ja, ich bin auch wieder da. Es ist Freitag, ist anstrengend, ne? Ja. Trant, was ist mit ODST? Die Treppe irgendwie bei mir, es ging immer bergab und ODST war der Tiefpunkt. Und eigentlich darf ich mir das Urteil gar nicht erlauben, weil ich es gar nicht durchgespielt habe. Aber ey, es hat es mir auch am Anfang so schwer getan. Hätte ich jetzt mal gefragt, ob das später noch geiler wird. Aber wie lange habe ich es probiert? Irgendwie 3 Stunden, auch im Koop oder 2? Ihr habt es bestimmt schon gesagt, ne? Wie öde die Stadt am Anfang ist. Und dann denkt man, okay, der ruhige Part, der Detektivpart, das spielt in der Stadt und so. Und dann wechselt das zu den vorigen Geschehnissen. Hey, und dann spielen die ersten vorigen Geschehnisse auch immer in dieser Stadt. Und das heißt, ich bin permanent in dieser beschissenen Stadt, wo ihr auch schon gesagt habt, da passiert nichts. Die ist total unattraktiv. Und die Wegfindung ist auch noch total behindert. Ich habe es auch mit einem Kollegen zusammen gespielt. Also, wo geht's denn jetzt lang, haben wir uns die ganze Zeit gedacht. Alles sieht gleich aus, weißt du? So ein unaufregendes Spiel am Anfang. Pfeilchen folgen. Wirklich, es war das Langweiligste, was ich seit langem gespielt habe. Und ich konnte es halt auch einfach nicht durchhalten, obwohl ich es gern gemacht hätte. Weil ich habe ja auch andere Bilder gesehen, wo es dann wohl noch cooler wird, oder? War denn die Kampagne am Ende hin, wenn du da irgendwie den Highway entlang fährst und irgendwie du siehst halt, wie der Scarab gerade über die Skyline krabbelt, das ist schon geil. Also am Ende fand ich schon ganz nett. Aber ich meine, du hast mit allen Punkten recht. Nur, also ich persönlich fand es nicht langweilig, aber im Prinzip hast du mit allem recht. Das ist eine Geschmackssache, wie immer. Nur kurz, aber jetzt bin ich halt auch... jetzt hat er sich in Rage geredet. Nee, ich habe jetzt einfach extrem hohe Erwartungen an Reach, ob das jetzt irgendwie immer noch ein Spiel wird für mich oder jetzt auch nach den ersten Stimmen über die Beta, was ja nur Multiplayer ist, aber da habe ich auch so ein paar Bedenken, ob das jetzt der große Knaller wird, weißt du, oder ob sie sich wieder verzettelt haben oder ist die Luft raus aus Halo. Ich hätte halt nochmal Bock auf einen richtig großen Bums, weißt du. Moment. That's what she said. Nein. Ich will, dass einfach die Serie, die ich so lieb gewonnen habe, dass sie dann nochmal zu einem gescheiten Abschluss gebracht wird. Wenn das dann auch das letzte Halo werden soll, also. Na, da Halo, bin ich aber vor, hoffentlich. Halo Reach ist ja, also ich meine, abgesehen, ich glaube, Halo ODST haben wir schon den größten Teil eigentlich schon abgehandelt. Nathan Fillion haben wir ein bisschen angesprochen, was natürlich eine ganz coole Geschichte gewesen ist für mich als alten Firefly und Buffy-Fan und so weiter. Für mich auch, Dr. Horrible. Das war super, dass der da ist. Genau, nur leider hat er auch echt wenig Lines, ist so ein bisschen, also schon okay, aber da hätte man, also ich habe erwartet, dass du zu viert rumläufst, so quasi, 4 oder 5 Leute, dass du die Leute halt findest nach und nach und man dann zusammen, so wie so ein SWAT-Team, wer hier Rainbow Six und so, weißt du, einfach geil, geiler Straßenkampf, geiler Häuserkampf, aber im Team und mit taktischer Komponente und ständig guten realistischen Sprüchen, sage ich mal, von Nathan Fillion. So hatte ich mir das vorgestellt, letztendlich war es das halt nicht. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber es ist ein schönes Spiel, aber ganz viele Leute, die sagen, ey, du hast es doch gut bewertet, mir gefällt es nicht. Der Uke fand's doof. Ganz viele Leute haben mir gesagt, ey, das finde ich voll doof, der Quamusch, aber na gut. Ja. Der findet auch, dass Red Dead Redemption scheiße aussieht. Ja. Du hast das mit den Granaten durchbekommen. Durcheinander bekommen mit den Granaten, irgendwas, was neu eingeführt wurde bei
Ja, ich habe einmal dachte, ich glaube, die Feuergranaten sagte, ich war neu. Irgendwas habe ich gesagt, war neu und war dann gar nicht neu. War gar nicht neu, kannte man schon. Inkompetent. Ja, ich möchte gar nicht wissen. Allein diese Story-Zusammenfassung, die wir gerade gemacht haben, da werden ganz viele Leute Details finden. Wir sagen alle, ihr habt keine Ahnung. Ja, ist ja gut, ihr wisst alle besser. Wir setzen uns aber auch nicht mit dem Wikipedia-Ausdruck hier einfach hin und lesen euch das vor. Also das ist alles aus dem Gehirn. Das könntet ihr auch selbst machen. Wir probieren das so. Aber genau, von wegen Story, das ist auch noch ein Kritikpunkt an ODST. Ist im Prinzip die Idee mit den Flashbacks, du erfährst, was dem Team passiert ist nach und nach, auch wieder super, aber da habe ich auch von vorne bis hinten nicht begriffen, wer ich jetzt eigentlich gerade bin, irgendwie 6 Stunden vorher, 4 Stunden später, ich bin jetzt ein völlig anderer, der auf einer anderen Seite der Map ist und wen hat er gerade getroffen, das fand ich, da sieht man wieder, ja genau, dran, wie du es gesagt hast, storymäßig immer eine gute Idee, aber die können es einfach nicht so rüberbringen, dass ich wirklich checke, was jetzt eigentlich gerade abgeht. Ja, und das hat mich gestört. Wie kann man denn überhaupt dem Spieler Figuren vorsetzen, die kein Gesicht haben und die dann auch gar nicht näher eingeführt werden? Also ich meine, wir hatten es gerade kürzlich bei Lost Planet 2, weißt du, was vielleicht überhaupt keine Story erzählen will, aber das war ja wohl der Höhepunkt an Generic. Ja, an, wirklich, da hatten die Leute Minusgesichter. Also es waren wirklich einfach, es waren quasi, was haben die mich denn gejuckt? Eigentlich gar nicht, ja. Und bei ODST war das ähnlich. Also natürlich, ich meine, der Master Chief hat auch nur immer einen Helm auf, man weiß nicht, wie er aussieht, aber verdammt, das ist halt der Master Chief. Ja, es wird die Persönlichkeit wird drumherum aufgebaut. Jetzt wird mir sogar noch irgendwie der Arschtritt der Master Chief weggenommen und ich kriege hier nur Orbital Drogshop Trooper. 4 von 1000, also... Ja, wenn gesagt, die Charaktere die stärker jetzt, gewesen wären, ja, stimmt, eben, dann hätte man die vielleicht die Idee ist, sagen Bindung wir jetzt gar nicht, dass die schlecht ist, aber sie ist halt einfach, mich haben die Leute nicht gejuckt und sowas, wie macht man sowas, wie fällt man so eine Designentscheidung, weißt du, wieder Red Dead Redemption, wenn ich da die Leute sehe, die haben alle irgendwie ein Wesen, Charakter, die haben geile Synchro-Stimmen, die erzählen ein bisschen was aus ihrer Vergangenheit, was erstmal kitschig wirkt, aber dann bildet sich irgendwann so ein Charakter raus, wo du denkst so, okay, den kann ich einordnen, das ist, der ist so und so drauf oder der hat das und das erlebt. Ja, du hast schon recht und man kann es auch nicht entkräften, aber ich glaube, ein Argument ist halt nach wie vor, die hatten nur 14 Monate Zeit und Red Dead Redemption hat vermutlich wieder so 100 Millionen gekostet und ODST nur ein Bruchteil davon. Also, hatte es auch. Ja, also natürlich wäre das besser gewesen, wenn das so gewesen, so geil wie bei Red Dead Redemption, aber unter den Voraussetzungen war das unmöglich und deswegen ist es halt so geworden, wie es geworden ist und das ist nicht so eindrucksvoll. Nicht ganz das Niveau, ich glaube, mit selbst ein bisschen hättest du noch was rausholen können, einfach ein bisschen mehr Charakterisierung dort rein tun können, aber man soll es dem wirklich nicht vorhalten. Es ist auch wieder ein Brückentitel eigentlich gewesen. Ja. Ne? Wir haben noch ein Halo, was wir rausbringen können, hatten wir den Leuten versprochen. Und ich meine, wenn du schon bei der, ich glaube, es war bei der E3, damals hatten wir damals im ersten E3-Cast auch drüber gequatscht, ne? Da war ja noch hier, ja, Halo ODST kommt halt. Übrigens, wir haben noch einen Halo-Trailer für euch. Ne? Dann und Halo Reach dann dementsprechend dort angekündigt worden mit dem ersten. Wurde auch schon gesagt, dass, ja gut, ist anscheinend sehr wichtig, dann Halo ODST, wenn ihr schon mal den nächsten Titel parallel ankündigt, wenn der noch gar nicht draußen ist. Ja, stimmt. Siehst du, und deswegen meine ich, wenn sie das einfach quasi zum halben Preis rausgebracht hätten, überall, dann glaube ich, wäre denen auch keiner wirklich böse gewesen. Nee, absolut hätten das nicht. Vielleicht manche Leute immer noch nicht geil gefunden, aber hätte man einfach gesagt, ja gut, ist halt irgendwie so eine Art Add-on, brauche ich jetzt nicht, ich freue mich einfach aufs nächste Reach. Aber so haben die einen Vollpreis verlangt, jeder hat ein Vollpreisspiel erwartet und da wurden viele Enttäuschungen erfüllt. Also ich glaube, da haben sich selbst ein bisschen aus Profitgier ein Bein gestellt, hätten einfach von vornherein den Preis halbieren sollen. Ich glaube, dann wäre der Backlash gar nicht so groß gewesen. Ja, jetzt kommt es ja langsam, ich denke mal, in die Budget-Schiene. Das ist an dem ist Preis. Ist es da nicht schon? Ist es nicht schon? Also weiß ich nicht. Immer zum Vollpreis? Ja, ich gucke immer noch bei den England-Versendern. Da ist es jetzt mittlerweile bei so 20 Pfund, glaube ich, angelangt, was schon ein okayer Preis dafür ist. Boah. Was man also mitnehmen kann. 20 Pfund für so ein Spiel, das ist aber auch wieder angemeldet. Aber gut, okay. genug zu ODST. Halo Reach war angekündigt worden bei der E3 letztes Jahr und jetzt gerade die Multiplayer-Beta schon mal losgestartet. Also, Beitrag war gerade im Fernsehen, den werde ich auch dementsprechend nochmal verlinken hier, damit wir den uns auch nochmal angucken können. Inklusive Fehler, natürlich, über den man meckern kann. Ja. Die Granatendiskussion Teil 2. Und zwar... habe ich über, was habe ich gesagt, das Battle Rifle ist weg? Das Battle Rifle wurde verändert, habe ich wohl gesagt, weil es auch für mich so aussah. Es sah anders aus und es hat einen punktuellen Schuss, aber das ist ein anderes Rifle. Also das Battle Rifle ist komplett weg und ein anderes, was nahezu genauso ist, ist dazugekommen. Ja, das Battle Rifle. Ihr Deppen. Richtig. Also, zur Korrektur. Ja. So, haben wir das auch? Ich wollte es nur mal loswerden. Ich war nicht hier, also ich habe... musste man, glaube ich, Halo ODST haben, um die Beta zu spielen? Oder konnte da jeder ran? Also du konntest auch, wenn du cool warst, so wie ich, hast du von deinem Chef, nämlich Uke, einen Code gekriegt, mit dem du die runterladen konntest. Aber die meisten hatten nur die CD. Ja.
Zum Runterladen halt, ja. Also hast du auch genau die richtige Klientel dafür gehabt, die alle ganz heiß drauf waren, das nochmal auszuprobieren. Ja, ganz viele Leute haben sich ODST unter anderem auch gekauft, weil da eben diese Beta dabei war so und man wusste, okay, dafür kann ich später auf jeden Fall auch mir die Beta runterladen. Es war ja bei Halo 3 dann ein bisschen komplizierter schon wieder. Ja, Halo 3 gab es ja auch einen Titel, den man, glaube ich, hier nicht nennen darf, wegen Index. Da war es mit dabei. Stimmt. Also wir nennen den Namen nicht, aber das beste Xbox 360-Spiel, das es gibt. So geil. Teil 2 kommt bald, ich freue mich so sehr drauf. Dope up. Knack runter. Knack runter, genau. Ja. Das mit dem, so gut. Das schönste Open-World-Spiel, meiner Ansicht nach. Ja, also nicht absolut. Schönste, sondern das, was am meisten Spaß macht. Mehr Spaß als Prototype und Infamous. Eben, das den ganzen, also den ganzen Superhelden-Simulator-Genre quasi mit erfunden hat. Aber dort war quasi, wenn du das gekauft hast, weil das eine unbekannte Franchise war damals von Microsoft, die sie rausbringen wollen, haben sie gesagt, okay, wenn ihr das kauft, dann habt ihr auch das Anrecht der ersten Halo 3 Beta. Aus Deutschland. Und das hat den Verkäufen geholfen, aber letzten Endes hat sich auch herausgestellt, das ist ein super geiles Spiel gewesen. Na, auch unabhängig von der Beta. Und ich glaube auch, Halo ODST hätte sich gut verkauft, wenn jetzt der Halo Reach Anreiz nicht noch mit dazu gewesen wäre. Ja, klar. Allein der Name Halo reicht ja auch schon aus mittlerweile. Also Halo Reach hast du ja vorhin ausgeführt, es wird ja das erste ganz klassische Prequel sein, also das ODST war ja mehr von dem Part in Halo 2. Das ist jetzt, was wirklich vor den Geschehnissen vor Halo 1 passiert. Im besten Fall endet es damit, dass dementsprechend das Schiff mit dem Master Chief dann losstartet, ne? Dass man quasi direkt ansetzen kann bei Teil 1. Da bin ich auch gespannt. Ich weiß ja gar nicht, ich persönlich weiß gerade nicht, ob der Spartan jetzt auf dem Schiff schon war die ganze Zeit und quasi immer im Kryoschlaf oder ob der unten auf Reach gekämpft hat, was ich aber nicht glaube. Nicht. Ich glaube, so wie ich das höre, war der eben nicht da, sondern da waren andere, die man auch aus den Büchern kennt. Und es gibt ja auch ein Buch Schlacht um Reach, was genau das beschreibt. So, das wurde auch gesagt, soll anders sein. Das Spiel wird nichts damit zu tun haben im Groben, wie die Geschichte im Buch verläuft, damit man eben auch natürlich jetzt nicht schon weiß, wie alles läuft. Ist ja irgendwie, finde ich auch gut. Also. Und natürlich, also haben wir vorhin auch schon gesagt, jetzt müssen die Entwickler aber auch richtig abliefern. Ne? Also jeder erwartet jetzt so was dermaßen Episches, so die Schlacht um Reach. Wie du schon gesagt hast, die Flotte war unfassbar riesig, was da alles passiert sein muss. Also wenn die jetzt nur so ein halbgares Ding abliefern, dann werde ich auch nicht zufrieden. Also ich erwarte mir da jetzt echt eine richtige Arschtreterei. Man hat ja viel gehört von Leuten, die es schon spielen konnten, also den Singleplayer-Modus, die was gesehen haben oder vielleicht waren es auch große Multiplayer-Schlachten. Nee, ich glaube, es war der Singleplayer-Modus. Auf jeden Fall ging es darum, dass es wohl sehr große Massenschlachten geben soll. Oh, geil. Also wirklich so, also im Grunde so wie Halo Wars das Intro. Weißt du, so dass du so mit 10... Weißt du, mit 10 Hornets ankommst und auf der anderen Seite kommen 20 Ghosts oder so. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber das ist das, was man darüber hört. Und das ist auch offen gesagt das, was ich ein bisschen erwarte. Riesige Landschaften, viele Leute auf meiner Seite, viele Leute auf der Gegenseite, Fahrzeuge, neue Waffen. Das ist ja auch ganz gut. Sie sagen ja, da wurden experimentelle Waffen eingesetzt, die aber durch die Verglasung halt komplett zerstört wurden. Das heißt, das ergibt sogar ein bisschen Sinn, dass die nachher, ist doch egal. Ja. Ist doch scheißegal, wir wollen neue Waffen. Ja, genau. Also ich meine, auch der Master Chief kann plötzlich mit beiden Händen halten, dann wieder nur mit einem. Also auch hat er zwischendurch auch vergessen Sinn. Halt. Das hat ihn so geschockt mit dem Glas. Ja. Ach nee. Ja, das ist auch, was ich mir erwarte und was sie auch abliefern müssen. Ich glaube, das wird auch mit das Hauptfeature, nämlich genau diese epischen Massenschlachten, weil die Story ist ja einigermaßen bekannt. Also wir wissen zumindest alle, wie es endet. Also da wird es keine große Überraschung geben. Die werden jetzt auch nicht komplett die Mythologie irgendwie neu erklären. Also das ist auch schon abgegrast von allen Spielen davor. Genau, fertig. Also irgendwas, das, was das Spiel, glaube ich, auszeichnet, und die Grafik, haben wir schon gesagt, wird es vermutlich auch nicht. Es wird jetzt nicht der absolute Grafikbrecher. Und ich hoffe, was wird es bieten? Nämlich genau das. So Massenschlachten, die ich zumindest in dem Ausmaß in Halo-Spielen noch nicht hatte. Also wenn es vorher 10 Gegner waren, will ich, dass es bei Reach aber 30 sind. Erklär's nochmal für die Blöden. Also Reach ist der Heimatplanet der Menschen. Nein. Oder eine Kolonie. Also Kolonie, aber die, das ist halt die stärkste Kolonie sozusagen. Das ist die größte Kolonie, glaube ich, der Menschen. Und das ist das, was auch, also die Zerstörung von Reach, dabei ist nahezu die ganze Flotte quasi draufgegangen, wenn du so willst. Erinnert mich an Battlestar Galactica. Das ist ein bisschen was davon, nur dass halt das nicht der letzte Planet war, sondern alle geflüchtet sind und die Aliens immer noch nicht wissen, wo die Erde ist, so ungefähr. Aber auf der Erde gibt es ja dann noch ein bisschen mehr Maschinen, Raumschiffe und so. Werden denn die Spartans auf Reach ausgebildet? Weiß ich nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube,
Ich glaube, ja. Weil ich meine, das wäre natürlich dann... So der Spartenplanet sozusagen. Ja, genau, also das wäre natürlich die dann... Die Fabrik, die Werkstatt, die dort dann... Also auch ja, da haben wir bestimmt... Fabrik und Werkstatt, da kannst du ja, so kannst du ja nicht reden. Doch, natürlich. Das da ist ja, die haben aus allen Ecken des Universums, zum Teil auch nach dem Glück, was die Kinder hatten irgendwie, Leute, Charakteristika rausgesucht und haben die halt zu Tode gequält. Und die überlebt haben, die haben dann halt genetische Veränderungen gekriegt, neue Knochenstrukturen, Muskeln, Implantate, alles. Und dann haben die aber auch noch diesen so, Panzeranzug bekommen. Also so, die wurden nicht produziert, so, sondern also das hat ja, 20 also Jahre gedauert, bis sie so weit waren. Das finde ich, deswegen ist das ja auch so krass, weil du kannst die halt nicht einfach mitten im Krieg neu produzieren, sondern das sind halt die, die du hast. Leb damit. Das sind unschätzbare Waffen. Genau. Und da allein, dass nur noch einer am Ende übrig ist, lässt halt hoffen. Also ich glaube, da werden viele Spartans... draufgehen. Und ich frage mich persönlich halt immer, wenn die es so schlecht machen, dass dann dass du mal dann deinen Kumpel da hast und der sagt noch zwei Sätze und dann wird er von drei Schüssen nach hinten erledigt, das finde ich armselig. Also so das dürfen die nicht sterben. Die ja, müssen von einer Scarab zerquetscht werden oder ein Hochhaus muss auf die drauf fallen oder also, irgendwas. Oder sie müssen sich opfern und eine Bombe zünden. Ja, exakt, aber auf gar keinen Fall will ich haben, dass die drei Schüsse irgendwo hinkriegen. Ja. Gerade so, weißt du, vorher so haben sie 200.000 ausgehalten. Ja, ja. Das habe ich irgendwo gesehen. Das geht nicht. Da kriegt einer einen Niedlerschuss bei Halo Legends. Hat mich auch tierisch genervt. Ja, der explodiert nicht mal den Niedlerschuss. Ja, da ist ein, jetzt muss man sich wirklich reinziehen, der kriegt einen, ich glaube das sogar in den Spartan, kriegt einen Schuss in den Kopfhelm und ist tot, wo ich mir denke, what the fuck, damit kratzt er sich normalerweise die Arschkerbe aus, ja, weißt du, mit dem stimmt. Ding. Und das ist so, nee, das ist völliger Scheiß. Das können die nicht anbieten. Das hoffen wir, dass es keine hier Star Wars Nummer wird, wo dann die Jedis alle erledigt werden und du denkst, der große Jedi-Kampf kommt jetzt hier und dann fällt der eine aus dem Fenster. Nee, also ich will schon, dass die richtig ehrenvoll sterben und jeder Einzelne oder halt mal ganz viele in einer Schlacht, aber nicht so, wie es halt immer ist. So, die sind eigentlich unzerstörbar bis zu dieser Cutscene. Weil da muss er ja sterben am Ende. Die dürfen kein Kanonenfutter sein. Das geht nicht. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das in die Richtung geht. Dass die es übertreiben und dass sie dann die nicht wissen, wie töte ich alle, möglichst sinnvoll. Das ist, glaube ich, das Problem, was sie haben werden. Ich weiß es nicht, ich befürchte es leider. Man muss sich abwarten. Oder es wird offscreen passieren. Ne, dass er dann auf einmal, noch schlimmer. Auf einmal, oh, alle sind tot. Wie ist das denn passiert? Wir können es nicht erklären. Das sind Spartans, oder? Nochmal, weg hier. Ne? Das wäre nicht so toll. Aber diese Massenschlachten, die sich natürlich von der Story her anbieten, die dann inhaltlich verbaut sein sollten. Inwiefern konnte man das jetzt schon im Multiplayer umsetzen? Weil der Multiplayer müsste sich ja auch dahin anpassen eigentlich. Ne? Ja, also, aber man sieht es auch ein bisschen. Es gibt jetzt Missionen und Level im Multiplayer-Modus, wo man eine Mission verfolgt, wo man den Level anhand von Brückenpunkten, also von so quasi einem roten Faden durch den Level durch erledigen muss. Mhm. Und die anderen müssen exakt diese Punkte immer verteidigen. Das hat dann so eine Art Geschichte. Und es gibt diese Modi, dass eben viel, viel mehr Fahrzeuge jetzt quasi produziert werden und man eben viel schneller und viel mehr in so Fahrzeugen Action machen kann. Das heißt, du hast halt nicht wie sonst mal einen Panzer und wenn der kaputt ist, dauert es eine Weile, sondern du hast halt zwei Panzer. Und wenn die kaputt sind, kommt sofort der nächste, so ungefähr. Also das ist schon anders aufgebaut. Ich glaube, es geht auch in diese Richtung, um das Gefühl von Reach. Naja, natürlich ist ja auch größer, schneller, weiter, ist ja klar. Ja, man will ja mehr haben als also Spieler. Was war denn das vorherrschende Element beim Multiplayer? Ich glaube, ich habe nur gehört Jetpack die ganze Zeit. Ich fand das Jetpack ziemlich cool. Ja, die meisten scheinen ihn aber zu hassen. Ich finde ihn auch super, ich verstehe es nicht. Aber ich habe ganz viel Hass gelesen. Er hat so seine Vor- und Nachteile, aber ich finde, das Jetpack ist mal ein Element, was das den eigentlichen Spielfluss teilweise echt radikal verändert. Also das kannte man einfach vorher nicht, dass man sich auf Knopfdruck innerhalb von Sekunden aus einer Situation bewegen kann. Weißt du, bei Halo ist es halt immer, alle treffen sich irgendwo, möglicherweise, und du kannst einfach nicht in Windeseile mal schnell, weißt du, 100 Kilometer Entfernung überbrücken und schnell dich irgendwo zurückziehen. Du bist dann halt da irgendwie mitten im Fight und musst versuchen zu überleben. Aber mit dem Jetpack kannst du jetzt überraschend für den Gegner, auf einmal startest du los, bist über ihn und kannst ihn da von oben mit Feuer eindecken. Und du kannst auch schnell Hindernisse überwinden. Das war ja auch immer so ein Ding bei Halo. Ja. Du hast gesehen, irgendwie, oh, da hinten geht's voll ab und du möchtest deinem Kumpel jetzt helfen, krass, oder ein paar Punkte abstauben, Booty. mit dem Jetpack kannst du halt innerhalb von Sekunden ganz schnell eine halbe Map überqueren. Und das gibt ganz neue taktische Möglichkeiten. Also mir gefällt der Jetpack ganz gut. Ja, viele regen sich auf, weil du im Grunde halt wie die Noob-Tube bei Modern Warfare halt, dass du halt leicht Punkte machen kannst. Weißt du, der Granatwerfer bei Dings. Ja, diese extra Granaten, die an der MG dran sind. Da kannst du ja auch recht schnell Punkte machen, weil das ist halt ein gewisser Explosionsradius. Und so ähnlich ist es wohl angeblich mit dem Jetpack, dass du halt im Zweifelsfall einfach hochfliegst, eine Granate wirfst, so auf den...
Klar, so ist es vielleicht auch, aber ich meine, das ist dann, dafür habe ich dann auch die Klasse, die das kann. So. Andere können sich unsichtbar machen, der eine kann rennen, was gerade bei den Schädelsachen, wo du schnell zum Ziel kommen musst, super wichtig war. Also wenn es keinen so Vorteil hätte halt, für den Spieler, dann wäre das Jetpack ja komplett deswegen sinnlos, hatten ja auch nicht jeder, sondern nur die Jetpack-Klasse. Und du bist natürlich auch sehr verwundbar. Also wenn du das Jetpack sehr gut beherrschst, dann ist es schon richtig, hast du großen Vorteil gegenüber den Gegnern. Wenn die Gegner allerdings wiederum auf das Jetpack reagieren können, mit schnellem Beschuss und wissen, wie sie zielen müssen, dann geht es aber auch sehr schnell nach hinten los, habe ich auch schon gemerkt. Also wie immer, wie alles, hat alles seine Vor- und Nachteile. Und man muss ja auch nochmal betonen, es ist halt eine Beta und die wurde jetzt getestet und es ist noch nicht alles ausbalanciert und noch nicht in Stein gemeißelt. Also jeder Kritikpunkt, lasse ich auch gelten, hat auch jeder recht. Also man kann tausend Sachen ankreiden, aber dafür ist das Spiel halt auch noch nicht fertig. Das muss man auch nochmal bedenken. Die läuft jetzt gar nicht mehr, ne? 19. Mai ist Schluss gewesen? Nee, ist, ach scheiße, und ich hab's verpasst, ich glaube. aber ich wollte jetzt noch was zu den Klassen sagen, weil eigentlich liest sich sowas immer geil, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Verkomplifizierung oder wie, Scheißwort war falsch, wenn es so verkompliziert wird, dann ist es immer irgendwie ein bisschen nicht so gut, kontraproduktiv. Also bei Halo fand ich es nämlich immer geil, dass es so, es ist einfach ein Shooter. Weißt du, wir haben vorhin schon über das Dual-Wielding so ein bisschen ausgelassen, dass das jetzt auch nicht unbedingt jedem passt. Und vorher war es einfach nur ein Männchen mit Knarre und das kann hüpfen. Okay, Granaten hat's. Und das fand ich irgendwie, das hat schon total gereicht. Und ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so großartige Features brauche, oder weil das könnte dann wieder vom Wesentlichen, eben von den Gefechten ablenken. Weißt du, hab ich jetzt hier einen Unsichtbaren vor mir oder einen Jetpack-Typen oder einen Armor-Lock-Kollegen, weißt du? Könnte das Ganze irgendwie ein bisschen unübersichtlich und frustrierend machen. Also ich laber hier nur ins Blaue rein. Hätte aber auch nichts dagegen, wenn jetzt Halo Reach irgendwie als Multiplayer total simpel wird. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Ja, auf der anderen Seite, diese Klassensache, die lädt natürlich schon ein, sich damit länger zu beschäftigen. Also wenn du dir deine Lieblingsklasse gefunden hast, dann willst du die ja auch beherrschen. Also du bist dann halt irgendwie, du bist dann so der Sniper-Typ. Und das jeder ist halt will deine der beste Motivation. Medic sein. Ja. Genau. Und das mit diesem Credit-System, dass du halt irgendwie immer neue Upgrades, also zumindest optische Upgrades für deinen... Ja, die scheinen auch irgendwas zu bringen. Also laut Text sollen sie irgendwas bringen, aber ich habe nicht... Hat man noch nichts gemerkt. Nee, ich habe auch nur eins mal gekauft. Aber das, also natürlich, das spielt schon so ein bisschen in der Modern Warfare-Liga. Man sieht ganz eindeutig... Ja, ach, guck mal, krass, alle zocken Modern Warfare, woran könnte das liegen? Ja, sowas Ähnliches probieren wir jetzt mal auf. Aber ich finde es schon ein bisschen... Ich finde es ein bisschen inkonsequent, wie sie es machen. Also so... Am Anfang hieß es, jetzt können sie auch rennen, jetzt kann nur noch eine Klasse rennen, wo ich mir denke, so, das ist irgendwie, es passt mir immer noch nicht so. Dann hätten sie rennen sollen, alle können, weil man es auch gewohnt ist, gelernt hat mittlerweile, dass das stimmt, es irgendwie nicht unwichtig ist. Gerade in Bad Company 2, Modern Warfare, das ist einfach super wichtig, finde ich, dass man halt immer jederzeit rennen kann, weil das auch normal ist. Oder? Naja, auf der anderen Seite, wenn das Spiel einfach nicht darauf ausgelegt ist, dass du rennen können musst, dann finde ich es nachvollziehbar, wenn es quasi nur ein Bonus ist. Ja, also vorher, du hast es ja vorher auch nicht unbedingt vermisst bei Halo. Du hast ja nicht ganz gesagt, mein Gott, könnte ich jetzt rennen? In Halo kannst du halt einfach nicht rennen. Ja gut, okay, ist halt so. Aber das stimmt schon, andere Spiele machen es vor und das ist ja irgendwie gelernt und dann kommt Halo und da kann man wieder nicht rennen und das ist schon wieder so ein Upturner so ein bisschen. Ja, es hat ja schon sein eigenes Universum. Genau, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Das ist... jeder sagt irgendwie, Halo Reach ist Halo, wie ich es kenne, aber das hat eben auch so seine Nachteile. Aber gut finde ich, dass wahrscheinlich es für alle, auch für die Profis, gerade bei Halo gibt es ja Leute, die sind enorm gut. Ey, und jetzt auch schon wieder bei der Reach-Beta. Ja? Da hast du schon wieder solche Cracks dabei, ey. Das wollte ich gerade sagen. Spawns 3 Sekunden später, Alter, haben die anderen schon 7 Punkte. So, Alter, was ist los, ey? Du bist gerade dabei, die Map erstmal zu raffen und liegst schon katastrophal weit hinten. Meine Hoffnung war, dass halt man dadurch halt Leute alle zwingt, sich neu zu orientieren und man nicht so diesen enorme Hürde hat als Anfänger, wenn man reinkommt und 90% der Leute, weißt du, sind 10-mal so gut wie du. Da hast du ja schnell keinen Bock mehr und steigst wieder aus. So. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen anders. Ja, die Karten werden so ein bisschen neu. Also, plus du kannst halt auch mehr, wenn du halt diese Klassen hast, kannst du mit jeder Klasse halt irgendwie auch mal schnell aus einer Sache entkommen oder dich schützen und hast halt so einen kleinen Bonus gegenüber den anderen Halos, wo du halt einfach Kanonenfutter warst, wenn du irgendwo... Du hattest nur dein Schild und das war's und konntest mal eine Granate werfen. Das war das Einzige, was noch über längere Zeit auf der Map dann war, wenn du weg warst. Und das war's halt irgendwie. Ja, es hat man mehr halt. Also es fordert einen
auf, quasi sich ein bisschen damit zu beschäftigen, rumzuspielen, zu gucken, was passt mir am besten, irgendwie bin ich Jetpack-Typ oder nehme ich doch wieder das Schild oder so. Ja. Also das Warten wir mal ab. Vielleicht nicht mehr die Urformel von Halo, aber es muss sich halt irgendwie auch weiterentwickeln und ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall noch eine Chance. Also ich auch. Es wird sich beweisen müssen, aber ich finde es jetzt nicht scheiße, nur weil es ein paar Sachen anders macht. Also der Grundgedanke der Beta ist ja auch jetzt sowieso erstmal, das Feedback wird gesammelt, nicht nur was das Spiel selber angeht, was Bungie sich dann alles dann so zurückholt, sondern auch wie die Neuerungen angenommen wurden. Kann ja auch durchaus sein, wenn alle meinen, Jetpack ist scheiße, nehmen wir das Feature raus oder wir finden das Laufen so gut. Also da es steht ja auch, glaub, wann ist das Release-Datum eigentlich? Steht das schon fest? Es ist kommenden Herbst. Diesen Herbst schon. Ich dachte 2010. Ja, natürlich. Die hatten es angekündigt. Also die haben noch entsprechend ein bisschen Zeit daran, hin und her zu tweaken und gucken, wie sie das vernünftig zusammenfahren wollen. Und dass es quasi dann das letzte große Bungie-Hurra in Sachen Halo auf der Xbox wird. Zum nächsten Halo. Ich denke mit der nächsten Konsole erst. Es könnte durchaus sein. Also ich weiß auch nicht, wie lange die Xbox jetzt noch überleben wird. Finde ich persönlich auch gut, dass wir jetzt nicht alle schon, eigentlich wären wir schon im neuen Zyklus und müssen uns neue Hardware alle kaufen. Das finde ich auch schlimm. Das schränkt ja auch alles an. Da kommt immer ein halbes Jahr lang erstmal gar nichts, weil alle irgendwie beschäftigt sind mit den neuen Sachen und die alten werden irgendwie noch so halbherzig fertig gemacht. Die Spiele, meine ich jetzt, ist oft so. Ich finde es schlimm, dass man irgendwie nach, weiß nicht, 3-4 Jahren sagt, irgendwie, ja, zum Glück hat der neue Lebenszyklus noch nicht angefangen. Ja, zum Glück. Also ich meine, ja, natürlich, ich kaufe doch nicht alle 3 Jahre eine neue Konsole. Ja, also wenn ich dran denke, Xbox 1 und 2 genau, war schon hart. Die Xbox 1 hat weniger existiert an sich, als die Xbox 360 jetzt draußen ist. Und die ist eigentlich noch gar nicht richtig losgestartet, wenn man so im Grunde nimmt. Finde ich auch gut, dass du siehst ja die Unterschiede zwischen den anfänglichen Sachen und jetzt, was jetzt da alles rauskommt. Und ich glaube, wir werden noch, Halo werden wir auf jeden Fall noch sehen, ob es jetzt noch in diesen Zyklus reinfällt oder wann auch immer, 2015, keine Ahnung, wann er dann sein wird, wann die nächsten Konsolen dann kommen werden. Aber ich meine, also wenn jetzt irgendwie jemand von Microsoft oder sonst her käme und sagt und so andeutet, der so langsam nähert sich der Lebenszyklus, der setzt sich auch dem Ende entgegen. Ich glaube, dann würde ich aber in allen Regenbogenfarben kotzen. Ich lasse mich noch nicht verarschen. Ey. Wir sind gerade mittendrin. Also vor allem, weil man merkt ja auch besser, wie... Ach, was laber ich eigentlich gerade? Ich meine... Eigentlich haben wir es hier mit alter Hardware zu tun und es ist immer noch geil, was da rausgeholt werden kann. Ich brauche das noch lange nicht. Das Einzige, was ich halt jetzt mittlerweile nicht mehr wirklich sehen kann, ist das Wii-Grafik. Die war ja schon zu Release irgendwie nicht mehr ganz so aktuell, aber was wir die HD-Konsolen noch drauf haben, finde ich absolut ausreichend. Und ein gutes Beispiel ist eigentlich auch, Norbert kennst du ja auch, eigentlich spielt er hauptsächlich, ein Kumpel von uns spielt hauptsächlich PC-Spiele und interessiert sich nicht arg so sehr für die ganzen Videogames, die in letzter Zeit so rauskommen für so Blockbuster. Er kann zum Beispiel God of War 3 nicht. Da habe ich gemeint, wie, du kennst es nicht? Ja, habe ich mal gesehen, aber jetzt hat er sich's ausgeliehen. Der ist so geflasht, der hat sowas noch nie gesehen, hat gemeint, ich wusste ja gar nicht, dass es noch so Videospiele gibt. Das ist grafisch das Allergeilste, was ich je gesehen habe und das kriegt der PC auch noch nicht hin. Und ja, hat er recht. Wie flüssig das ist und der Titelscreen und die Poren von Kratos. Ja, eben, klar, aber da merkt man eigentlich, dass die Lebensspanne von den Konsolen eigentlich noch weitergehen kann und auch eigentlich keiner Bock hat, was Neues zu kaufen. Ich mir wäre es auch langsam viel zu früh. Ich freue mich absolut darauf, dass die jetzt perfektionieren können. Ja, genau. Einfach, jetzt kann es mal losgehen, so richtig alles rauszuholen. Eben, ihr müsst euch nicht mehr dran gewöhnen. Jetzt zeigt mal, was ihr drauf habt. Jetzt benutzt das alles mal richtig. Ja, und dadurch, dass sowohl 360 als auch PS3 ja so ein bisschen so das Entertainment Center diesen Anspruch haben, weil es ist ja nicht nur zum Spielen. Auf der PS3 guckst du dann Blu-rays und 360 verbindest du dann mit dem PC und also geht ja alles. Ja, oder füllen sie die Haare. Oder füllen sie die Haare. Wenn du noch welche hast. Wenn man noch welche hat, genau. Also deswegen kann man ja auch nicht einfach so wie damals so ein Super Nintendo durch N64 ersetzen, weil das ist ja mittlerweile, ist ja jede Konsole irgendwie auch schon im Haushalt immer so installiert und hat mehr als nur eine Funktion. Von daher, ich rechne da, also 2015 hatte ich das ist aber lange hin. Nee, du hast 2015 gesagt. Ich hab's gesagt. Ach, Sony hat ja angekündigt, die PS3 ist ja auf einem 10-Jahres-Plan. Also 2006 sind rausgekommen, hält die bis 2016, glaube ich, nicht zwar ganz dran, aber die sollten schon nah dran kommen, hoffe ich mal. Okay, 5 Jahre vielleicht, okay, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber ich will nicht im halben Jahr eine Ankündigung zur nächsten Xbox legen. Nee, das meine ich nicht. Die will ich auch gar nicht haben erstmal. Ich glaube, so in 2 Jahren würde ich so einigermaßen denken, ja gut, kann mal. In 2 Jahren.
Ja, vor allen Dingen, die Ankündigung ist ja auch der erste Sargnagel in die Verpackung der 360 sozusagen. Hey, schmeißt alle dieser 60 weg, braucht ihr jetzt nicht mehr. Nee, ich denke mal auch, ich würde sagen 3 Jahre, einfach nur, weil das klingt ganz gut so. Sie bringen jetzt Natal raus das Jahr. Ja, 2013. Und dann noch mal, weißt du, so 12, 13, wahrscheinlich 13. Also wenn du sagst 10 Jahre, glaube ich das auch. Weil Sie sagen das. Nein, also dann glaube ich das auch, dass Sie das auch durchziehen. Weil das muss ja nicht heißen, dass erst in 10 Jahren der Nachfolger kommt, sondern wie bei der PS1 und 2 auch halt, weißt du, so 2 Jahre vorher. Nachhalten vielleicht. Auf jeden Fall. Und dann wären wir auch bei 13, 14. Ja, bei uns und Pech kommt dann ja, E3 wird jetzt dann die neue Xbox angekündigt, die Xbox, aber die wollen es ja eh erstmal, glaube ich, mit Natal verbinden, dass ein Gerät ist, wo beides drin ist. Ja, ne? Genau. Und dann kommt Halo Reach exklusiv für Natal dann raus. Auf keinen Fall. Es wird keine Natal-Features haben, wurde schon gesagt. Das finde ich auch, ich finde es cool, dass sie sich da jetzt nicht direkt alles umändern wegen einem Ding. Aber ich finde es auch schade, weil ich mir zumindest von dem Head-Tracking echt einiges erhofft hatte, was dann jetzt da nicht stattfindet. Vielleicht kommt es als Update. Halo Reach kommt ja vorher, muss man sagen. Kommt vor Natal. Also macht es gar keinen Sinn, dass es supported wird. Aber ein Patch will ich schon. Erstmal instinktiv fände ich es schon reizvoll, irgendwie Halo Reach mit Natal zu verbinden. Aber ich glaube, das wäre ein epischer Fehlschlag. Das kann einfach nicht funktionieren. Es ist zu früh dafür. Also. Genau, es ist viel zu früh. Und ich denke, so gerade die ersten Spiele werden nicht großartig über irgendwelche Ball- und Reaktionssachen hinausgehen. So ein bisschen wie bei der Wii. Da kam ja auch nicht von Anfang an. Ja, aber du siehst, und jetzt ist alles besser. Dieser Technik. Ja. Nein, aber ich meine, also wenn irgendwann mal diese Natal-Technologie mit einem Ego-Shooter verbunden werden sollte, cool, ich freue mich auch drauf, aber ich glaube, so weit sind die noch nicht. Und das wäre eher ein peinlicher erster Versuch, der die gesamte Credibility zerstört. Und deswegen finde ich es ziemlich clever, dass sie nicht mit so einem Quatsch anfangen. Also erst schön fertig machen wenn das alles rund ist und läuft, dann bitte gerne. Ja, lass Molyneux erstmal seine gefakten Kinder da machen und dann können wir es alle in Ruhe ausprobieren. Aber unabhängig davon, für welche Konsole oder wann auch immer das nächste Halo rauskommt, Bungie wird ja erstmal sowieso nichts direkt damit zu tun haben, weil Bungie hat sich ja abgespalten sozusagen, haben ihre Verträge mit Microsoft aufgekündigt, haben, glaube ich, zuletzt eine Kooperation mit Activision sind sie eingegangen, nachdem die sich mit Infinity Ward verstritten haben. Also wie komisch ist das denn, dass wahrscheinlich, wenn Bungie Pech hat, werden die von Activision gezwungen, jetzt Modern Warfare oder Call of Duty zu machen. Na, die Frage ist wirklich, ob das, also ich meine, bisher waren die ja gut. Also, die Modern Warfare und Call of Duty Sachen, so bis auf die Treyarch halt, war halt. Ja, Treyarch hat zwischendurch die Dinger, stimmt, die eher. Die, Duty die 4 nee, und. Nee, 3 und 5 haben die gemacht. 3 und 5. 3 und 3 und 5. Na, 4 natürlich nicht, aber das war ja gut. Da würde es mich aber echt mal interessieren, wie das zustande gekommen ist. Also, dass sich Bungie wirklich von denen getrennt hat, weil ich kann mir vorstellen, dass Bungie sich von Microsoft immer sehr gut supported gefühlt hat. Das lief auch alles super. Mhm. Halo, ne? Alles so Erfolgsgeschichte. Irgendwann bist du aber auch wirklich Franchise-müde. Einfach, ne? Ja, aber Microsoft, die werden doch unglaublich viel Geld auf den Tisch gelegt haben, um die zu behalten. Also ob die jetzt in einem Jahr das nächste Halo anfangen zu entwickeln, ist egal. Aber allein die erstmal zu halten und um ja, du weißt ja nie, was irgendwie da intern abgegangen ist. Vielleicht haben sie wirklich keine Möglichkeit, sich irgendwie anderweitig auszutoben oder was jetzt. Oder sie hatten irgendwie schon langsam Ekel vor Halo und wollten es nicht mehr machen. Das kann ja auch sein. Aber selbst wenn, da fände ich es total dumm, von Microsoft quasi drauf zu bestehen, nächstes Halo zu entwickeln, wenn du merkst, dass sie keinen Bock drauf haben und daraufhin dann einfach gehen. Also würde ich lieber sagen, hier ist mir egal, irgendwie, ihr habt Narrenfreiheit, aber Hauptsache ihr bleibt erstmal bei uns, geht zu keinem anderen. Ich frage mich echt, wie das zustande gekommen ist. Also wie auch immer es zustande gekommen ist, also die Rechte an Halo bleiben bei Microsoft, da hat Bungie nichts mehr mit zu tun. Ne? Also Bungie hat dafür, dass sie, haben sie ihre Freiheit mit den Halo-Rechten sozusagen erkauft. Ach genau, ich hatte gesagt, bei Bungie in der Hinsicht nichts mehr machen. Microsoft hat selber dann noch eine interne Division, also ein eigenes Team aufgemacht, 343 Industries oder 343 Industries, die sich kümmern um den Rest der Franchise. Es ist ja zuletzt dieses Halo Waypoint irgendwie gestartet, dass dieser, was war es denn nochmal genau, dieser Hub oder sowas? Community ist ein Community-Dienst für all die Halo-Spiele, die es gibt, so, also wo dann alles aufgelistet wird. Im Grunde wie Bungie Net, was es ja auch online gibt, so ein bisschen auch für die Xbox halt. Da kannst du deine ganzen Erfolge aus allen Halo-Spielen einsehen, du kannst da dein Dateisharing mit da so gebündelt. Den ganzen Tag die Hand in der Hose haben und dich selbst geil finden. Eben, in diesem 343 Industries, die jetzt das da... Habt ihr auch gerade das Bild vor Augen? Nein, habe ich nicht. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Auf jeden Fall, ehemalige Bungie-Leute, also eine Handvoll Bungie-Leute sind da geblieben und managen das quasi von dort aus, aber man weiß ja nicht, wie viele jetzt mit dem richtigen Bungie... Sind ganz sicher die Cracks da geblieben. Weißt du, ich weiß ja nicht, ob... Die Putzfrau der Praktikanten. Ja. Man muss sehen, dass Activision nicht die Katze im Sack gekauft hat und hier, wie Microsoft Rare damals gekauft hat und dann hier, ihr kriegt die Putzfrau, ne, sozusagen. Also Rare,
Rare wird glaube ich, nicht noch jemand wiederholen. Ich fände es sehr lustig, wenn echt Infinity Ward jetzt zu Microsoft geht und die dann dort Halo machen. Wie abgefahren das wäre. Sehr witzig. Oder den nächsten richtigen exklusiven Call of Duty-Teil oder so. Gut, okay, das wäre vielleicht eine Option, aber umgekehrt, dass Bungie Call of Duty macht, kann ich mir kaum vorstellen. Nein, die machen halt immer Science-Fiction-Spiele. Ja, natürlich. Was kam von denen? Oni auf der PS2? Marathon war dieses uralt Ego-Shooter-Spiel. Das war's. Eigentlich ja. Aber vor Halo gab es ja noch was. Es gab eine Handvoll, es gab auch noch so irgendein uralt, ich muss da nochmal nachchenken. Da gab es auf jeden Fall noch was, was glaube ich kein Shooter gewesen ist. Wenn sie ein Call of Duty im Science-Fiction-Setting machen, dann wären sie schon wieder bei Halo. Naja, aber vielleicht, das macht ja auch keinen Sinn. Die haben es ja gemacht, damit die was anderes machen können. Ja. Was anderes muss ja vielleicht nicht unbedingt heißen, ein komplett neues Genre, sondern wir haben keinen Bock mehr auf Future. Na, vielleicht, das kann auch sein, ja. Vielleicht ist das dort. Ja. Ich glaube, ich bin wirklich interessiert, so was die als nächstes machen, weil das muss ja dann ein Projekt des Herzens sein. Muss kann man erwarten. Ja, genau. Hoffentlich, ja. Also ich finde auch so ein bisschen frischer Wind dann immer so, ist ja auch völlig in Ordnung, weil du hast ja auch schon gesagt, dran, so bei dir ging so die Halo-Liebe so ein bisschen bergab und da bist du ja auch nicht allein, das hört man ja. Stell dir mal vor, du musst das machen. Ja, also von daher, kommt dran, du musst jetzt daher, machen. Ich glaube, das neue Rennspiel. Auch wenn es jetzt erstmal quasi kein, nach Reach erstmal kein Halo geplant ist, aber letztendlich kann ich mir schon vorstellen, dass die Franchise noch nicht tot ist und dass der ganzen Sache frischen Wind gibt. Also ich glaube, letztendlich kann es Halo nur gut tun, wenn sich da jetzt mal ein bisschen was tut. Ja. Finde ich schon in Ordnung. Lass uns, bevor wir dann nachher gleich hoffentlich bald nachher? Zum Ende. Ja, wir kommen gleich zum Ende. Wir kommen gleich zum Ende, aber wir quatschen noch mal ein bisschen um das Drumherum, was um Halo noch gewesen ist, weil es waren ja nicht nur die Spiele, die es mit sich gezogen hat über die Jahre, sondern du hast es auch kurz erwähnt, Simon, es gab viele Comics, es gab Bücher, es gab der Kinofilm, der geplant war, auch Peter Jackson involviert. Ah, oh, was gehst du? Oh. Fandst du nicht die tollen TV-Spots geil? Nee, Real-Action? Ach, das ist Time. Okay. Er guckt auf seine unsichtbare Uhr und hat noch einen Termin. Wir haben noch einen Termin, hier an meinem Handgelenk. Schauen wir mal. Oh, sieh mein Handgelenk, wie spät es ist. Ja, ich guck mal. Toll, sehr gut. Da möchte wohl jemand einen Feierabend. Nee, aber über die Geschichte des Halo 3 Films haben wir es auch ein bisschen ausgelassen im Oscar-Podcast, als es District 9 dann dementsprechend ging, was ja da herausgegangen ist. Und ich sage immer noch, es wird irgendwann einen Halo-Film geben. Ja, also es muss ich mein eingehen. Geld drauf. Irgendwann ich glaube, es hat auch ein bisschen was, es hängt ein bisschen davon ab, wie erfolgreich jetzt der Prince of Persia sein wird, weil das ist der erste Block mit Blockbuster-Budget Videogame-Film der Neuzeit eigentlich. Ne? Das ist ein Videogame-Thematik, der hat hunderte von Millionen Dollar gekostet, der wird richtig gepusht hier. Ja, Moment, was ist mit Tomb Raider und Resident Evil? Naja, der Neuzeit, würde ich sagen. Also Tomb Raider war schon geldmäßig. Ja, Resident Evil ist so ein Budget-Ding. Das hat seine 20, 30, 35 Millionen Dollar gekostet und hat ungefähr so viel eingespielt. Aber damit du ein Halo vernünftig umsetzt, brauchst du eben deine fucking 70 bis 100 Millionen Dollar, damit du das gut darstellen kannst. Ja, glaube ich auch. Ja. Das ist also richtig. Aber das war der Knackpunkt, warum es Peter Jackson eben nicht machen konnte. Die haben nicht vertraut auf Blumkamp. Ne, sozusagen das ist mit 40 Millionen schafft, genau. Ja, das war ja das Ding. Aber also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein möglicher Halo-Film vom Erfolg oder Misserfolg von Prince of Persia abhängt. Das glaube also, du musst da rein von Studioseite aus denken. Ich glaube, wenn die dann sehen, hey, ein Videogame-Film kann richtig viel Geld, also wo ein Videogame als Basis gedient hat, kann richtig viel Geld einspielen und wenn es nach klassischer Blockbuster-Methode produziert ist, dass der echt viel Geld kostet, viel Marketing bekommt, auch wirklich nicht unter ferner Liefen ist und das sind eben die Entscheider, die eben nicht wirklich dann den Erfolg mitbestimmen vom Teil, aber die Gelder dann eben geben und die Entscheidung treffen, ob es dann überhaupt gemacht wird. Es ist eigentlich so ein No-Brainer, dass ein Halo-Film kommt, aber wer schmeißt da immer den Stock in die Speichen? Das nervt immer. Ja, ich glaube, das ist echt immer nur eine rechte Frage. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ernsthaft damit zweifelt, mit einem Halo-Film möglicherweise unfassbar viel Kohle zu verdienen. Ja, also ich glaube wirklich nicht, dass irgendjemand sagen wird, oh, Prince of Persia ist gut gelaufen. Ja, jetzt bin ich überzeugt, jetzt sollten wir einen Halo-Film machen. Das glaube ich nicht. Fahrt es mal ab. Ja, aber nach der Logik hätte es ja auch keinen Heavy Rain Movie Deal geben können. Wie oft hat sich es verkauft? Ein paar 10.000 Mal? Also jetzt mal überspitzt. Das ist Heavy Rain hat sich ja über eine Million Mal verkauft. Ja, aber Fahrenheit war es hat allein Halo 2 hat sich 10 Millionen Mal verkauft. Ja, aber Fahrenheit, die Rechte wurden jetzt von einem kleinen Studio gekauft zum Beispiel. Fahrenheit? Ja, von Heavy Rain. Ja. Heavy Rain von einem kleinen Studio, die Verfilmungsrechte. Ja, ich. Es ist immer noch, du hast gekauft. Ja, du warst es. Es ist immer noch ein anderer Schnack als eben dieses Blockbuster-Ding. Ja, komm nächste Woche per Mail. Und ich glaube auch, du kannst einen mindestens guten, drei Seiten. Du kannst auch einen guten Heavy Rain Szene 1, machen. Eine nackte Frau auf einem Alien-Raumschiff wird von anderen nackten Frauen gefraut. Und dann kommen Ninjas. Ey, alle.
Egal. Alle fahren sie weg mit Autos. Ich will auch heimfahren. Ja, mit Autos ja gut, wir machen Frauen. Noch schnell fertig. Also der Kinofilm ist noch nicht da, deswegen können wir nicht drüber reden. Genau. Ich wollte damit nur sagen, ich glaube, es wird irgendwann einen geben. Und das ist, also, glaube ich, egal, ob jetzt Prince of Persia. Ich will auch einen sehen. Ich glaube, sollen sie lieber ein, zweimal absagen und dann gut machen, absolut. Als jetzt. Aber ich habe halt Angst, dass sie irgendwann Dreck machen. Dass sie irgendwann totalen Dreck machen. Nur weil, jetzt müssen wir noch in meiner persönlichen Hölle dreht dann Michael Bay ein Halo-Film. Ja, aber du lachst, aber sowas kann passieren. Sowas kann wird alles passieren. Aber ich glaube, dann gehe ich ins Kloster. Ja, wenn es Bay statt Blomkamp gewesen wäre, hätten wir jetzt einen Halo-Film gehabt. Ja, wir hätten ihn gehabt, auf jeden Fall. Der wäre scheiße gewesen. Ja. Transformers wäre dann der Halo-Film gewesen. Dann hätten die Eliten sich so coole Sprüche zu. Ja, Alter, genau. Was geht mit dir? Und dann pisst er vielleicht einen Menschen mal an. Auch, ja. Oh Gott, lass uns nicht drüber reden. Was schon ähnlich in die Kerbe schlägt wie ein Halo-Film, sind ja die ganzen TV-Spots. Und die, ja, also Halo hat schon immer, Bungie hat sich schon immer ein bisschen Aufwand gemacht zusammen mit Microsoft, um so dieses Gefühl auch richtig rüberzubringen. Also auch der Hoffnungslosigkeit der Menschen und dieses Gottvertrauen fast schon in den Master Chief, der Einzige, der noch da ist, so. Ich will jetzt nicht anfangen, ihr kennt die ja auch alle, aber ich meine, ODST war geil, du siehst, wie so einer von diesen Soldaten rasiert wird und ausgebildet wird und angeschrien wird und im Dreck suhlt und halt wirklich knallhart so Full Metal Jacket mäßig zu dem gemacht wird, was er ist, nämlich einfach ein knallharter Typ, der in einer kleinen Blechkiste irgendwie aus dem Raumschiff abspringt und unten landet und dann sofort anfängt rumzuballern. Das muss ja auch, finde ich geil. Kam schon geil rüber. Charakterisiert die Charaktere ganz gut. Weil, so. Wie interessant eigentlich auch, weil der erste Eindruck, den ja jeder von Halo hatte, ist halt irgendwie dieses Bunte und ne, dann kommen auch die Grunts mit den hochgepitchten Stimmen und hat sich schon gewandelt. Genau, viele haben ja von Anfang an Halo nicht so richtig ernst genommen, so dieses Düstere und ach, worum geht's ja eigentlich, ist ja egal, ein bisschen bunte Aliens abknallen. Aber dann kommen diese TV-Spots, aber genau wie du sagst, so Full Metal Jacket Style, extrem hart, extrem dreckig, da werden Leute erniedrigt, weil die zu Soldaten geschliffen werden. Und trotzdem funktioniert es. Also es gibt dem Ganzen noch so eine düstere, epische Tragik. Da sind halt echt Leute in so einem Krieg und die meisten werden vermutlich sterben. Das kommt echt geil rüber. Du musst, und auch, was überhaupt erstmal gemacht werden muss, bevor die dann im Krieg eingesetzt werden können, jetzt vom Master Chief gar nicht zu sprechen, sondern aber auch diese ODSTs, die sind ja schon das Stärkste, was die Menschen haben, außer den Spartans so. Mhm. Also an Menschen. Was jetzt. Normale Menschen. Genau, was normale Menschen halt können so. Und das ist schon cool, sowas dann, man weiß es ja, aber das dann auch zu sehen, weil im Spiel wird es dann ja eher nicht so Thema sein, fand ich toll. Auch bei Halo 3 fand ich auch schön. Gefällt ja vielen nicht so, aber diese, ja, das ist ja ein Witz, aber das würde für $4,000 auf einem Parkplatz gedreht, diese Trailer zu Halo 3, wo man halt so ein bisschen von Neil Blomkamp directed so sieht, wie er sich das so grob vorstellt, aber das war wirklich, das darf man ja nicht als Film sehen, sondern wie gesagt, das waren Kameratests und die Kameratests waren so cool, dass man sie benutzt hat für die Werbung, das ist eigentlich das Geile dran. Nicht die Tatsache, dass das sieht alles ein bisschen billig aus und so. Ja, weil es ja auch nur ein Test war. Aber der Test war gut genug. Woanders würden die den gar nicht benutzen, aber da war er gut genug für einen Werbetrailer quasi. Finde ich schon cool. Und vor allen Dingen, dieser ganze Kampf, den die sich da liefern mit den Brutes und so, der ist nur um den Master Chief, der gerade abspringt, weißt du, der gerade in Teil 2, am Ende Teil 2, Anfang Teil 3 quasi in die Erdatmosphäre eintritt, um den zu lokalisieren, wo er aufschlägt. Also der ganze Kampf, da sterben Leute, da schon wirklich krass, bis aufs Blut gekämpft und das nur, um rauszukriegen, wo der Master Chief landet, weil das die einzige Hoffnung ist, die Menschen überhaupt noch haben, ja. Und da opfern sie sich auf, nur um so ein kleines Detail festzustellen, damit sie den vor den Covenants finden. Das fand ich saugeil. Also das wird gar nicht erklärt, sondern das ist so, kannst du dir aus dem Kontext dann zusammenziehen, fand ich aber super. Irgendwie. Es ergibt, das ist so diese Perspektivlosigkeit, die alles hat, so, finde ich, wird da ganz gut dargestellt, fand ich. Und das war es im Grunde. Also, das waren die Kurzfilme und die Highlights waren ja eigentlich diese Dioramas oder wie die heißen. Diese Doku-Style, wo sie. Kennt ihr doch, oder? Kennt ihr nicht? Mit dieser. Mit den alten Männern? Was? Habt ihr nicht gesehen? Ihr habt die allercoolsten Halo-Trailer noch gar nicht gesehen. Meinst du mit diesen Veteranen? Und wo die Veteranen in diese nachgebildete Museum. Ja, das war geil. Die so das eins war zu eins super. Aussehen, wie so Museen von früher, wie in Amerika Museen aussehen zum Independence-Krieg, zum Zweiten Weltkrieg, so mit nachgebauten Dingern, alles im Detail. Genau, da haben die das so. Es ist eigentlich nichts passiert, ne? Aber
die Stimmung, ey, du wusstest, okay, das ist echt ja, Veteran aus einem alten Krieg. Und der erzählt so, ey, ja, und der Warhawk ist umgestürzt, und aber wir haben gekämpft, weil wir wussten, irgendwo da draußen ist auch noch der Master Chief und so, und er braucht uns so gut, wie es geht. Und das ist so geil, ich krieg jetzt gerade wieder Gänsehaut, ja, weil da sind 3 oder 4 Filme, und ich finde, das kommt in so einem Doku-Style mit so, ja, Veteranen, die das so 20 Jahre vorher erlebt haben und zurückerzählen. Du weißt, sie haben überlebt, du weißt, es war wohl irgendwie ganz knapp auf der Kante, und du weißt, der Master Chief hat es gewendet so. Und du weißt, irgendwie aus diesem Ding heraus hast du halt das Gefühl, der Master Chief opfert sich auch. Also man wusste es in dem Moment nicht, wie das Spiel ausgeht, aber man hat das Gefühl gehabt, der opferte sich im letzten Moment für alle wieder so. Weil das ja auch seine Aufgabe ist. Und das fand ich super schön. Also mich hat das total reingezogen, schon bevor das Spiel da war. Und ich war bereit für, okay, ich will jetzt auch diesen Leuten das Leben retten. Verdammt nochmal, genau den, die ich da gesehen habe. Und es benutzt auch wieder, ganz clever einer der Qualitäten von Halo, was wir auch schon gesagt haben, dass sich quasi für jeden Halo immer anders spielt. Also es ist halt immer, weißt du, und wenn dieser Veteran sagt, ja, und dann ist dann der Warthog umgekippt, da hat jeder sofort seine ganz eigenen Bilder im Kopf. Jedem ist das schon passiert. Ja, ja, also, klar. Da hat der und der eine Granate geworfen. Und jeder könnte sofort aus dem Stegreif irgendeine krasse Situation erzählen, was ihm damals bei irgendeinem Halo-Teil mit irgendeiner Granate passiert ist. Das ist geil, so, weißt du, du musst gar nicht ins Detail gehen, du musst nicht irgendwelche Trailer-Szenen zeigen, irgendwie so sieht's aus, wenn ein Halo Warthog umkippt. So, nee, es reicht, wenn ein Veteran das sagt, und jeder Halo-Spieler hat sofort ein Bild vor Augen. Das ist geil. Das ist schon filmreif. Genau, das meine ich, filmreif. Ich meine, als komplette Szene, allein dieser Kampf, wie die so nachgebaut wurde, die haben das ja mit Miniaturen dann so nachgebaut auf so einem riesigen Feld und die Kameras drüber fallen lassen und so. Und du siehst ja dann diesen Chef Brute, den, ich denke mal, das soll der Tar irgendwas sein. Tartarus, ja. Tartarus, ist ja egal. Eigentlich ist ja eh fake, weil so sieht es ja am Ende eh nicht aus, das Finale. Man denkt ja so, ah, okay, da weißt du jetzt schon, was passiert, aber nee, es ist ja am Ende anders. Es ist ja nur eine Versinnbildlichung, so wie immer. Geschichte wird von den Siegern gemacht. Ja, und ja, genau. So. Aber dann, da ist ja wirklich da der Brute, der diesen Master Chief, der ja schon verdammt groß ist, so einfach so ganz locker mal so am Kragen hält und quasi eigentlich schon erledigt hat. So. Und die Größenverhältnisse sind krass, weil die Brutes sind nochmal 3 Köpfe größer als der Master Chief, der ja schon größer ist als die Menschen. Und er hat so diese Granate der Master Chief in der Hand, und am Ende, weißt du, sieht er, dass er sie aktiviert, und du weißt so einfach, okay, der Master Chief hört einfach nicht auf zu kämpfen, bevor er im Arsch ist. So. Und das fand ich, hat genau die Stimmung des Spiels eingefangen, so egal wie, die Energie ist am Ende, das Ding, dein Schild blinkt die ganze Zeit, und du kämpfst trotzdem noch weiter und gehst trotzdem noch mal vor und haust immer einen rein in der Hoffnung, dass dann ist er weg. Ja. Super, und das Gefühl rübergerettet. Echt noch schaffen, das ist ja das Geile, weißt du? Du bist so gut wie tot und du weißt es auch, aber du weißt auch, dass es gerade um alles geht und du kannst dir jetzt keine Schwäche erlauben. Und wenn du das dann noch schaffst, das ist ein typisches geiles Halo-Gefühl, du hast recht, und das bringt die Werbung echt ziemlich gut rüber. Ja. Also die haben mich auch sehr beeindruckt, die Trailer, gucke ich mir gerne an. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn was Neues kommt, ich hoffe für Reach kommt was Ähnliches, wobei ich jetzt sagen muss, der eine Werbetrailer hat mir halt, wie gesagt, nicht so gefallen. Der Rüstung, wie er sich da die Rüstung anguckt, oder was? Ja, erstens guckt er sich die nur an, also irgendwie. Ja, aber da kommt doch auch noch ein Trailer, ja, weil mal in gucken, der Rüstung ist. Bestimmt. Also ich find's blöd, dass da so ein Schwächling kommt, sich dann so, legst dich mal hin, kriegst hier ein paar Infusionen und dann bist du irgendwie. Ja, das reicht schon eigentlich, ja, das, ne? Dass man das so mitbekommt. Ja, genau, aber eigentlich müsste das, also ich hätte gerne gesehen. Das finde ich zum Beispiel geil, super geil. Das so fängt ja auch, ich weiß nicht, ob ODST so anfängt. Nee, war es Halo? Irgendein Halo fängt doch damit an, dass du die siehst, die Spartans, quasi als Kinder in der Ausbildung, wo du halt nur siehst, 2 kleine Kinder auf einer Wiese, aber du weißt, das sind eigentlich die knallharten Supersöldner, die gerade, weißt du, auf Leben und Tod ausgebildet werden und die irgendwie so über, weißt du, ob es Aliens gibt, so quasi drüber reden und so. Einfach ganz niedlich, ja. Und dann wechselt das halt so brachial in, glaube ich, diesen Trailer, wo der Helm daneben liegt und du hörst nur so dumpfe Geräusche, und dann nimmt er den Helm und setzt ihn auf und ist wieder im Kampf, weil er seinen Helm wieder hat und wieder die Rüstung vollständig ist. Und so geht das weiter. Ich weiß noch nicht mehr, welcher Trailer das ist. Das ist, glaube ich, der, wo am Ende mit dem Schild, weißt du, was ich meine, wo er das Schild um sich rum aufbaut und dann in die Gegnergruppe springt. Okay, ich glaube, das fängt so an. Das müsste der Dreier sein. Ja, und die haben immer so Angriffe. Was ich gerne gesehen hätte, um das zu Ende zu bringen, wäre so einen kurzen Zusammenschnitt wie bei ODST, wie aus diesen normalen Kindern Kampfmaschinen gemacht wurden. Weil es geht ja um die Spartans in Reach. Und
Das will ich sehen. Ich will auch, eigentlich will ich auch wie ein Fallout. Will ich aus den Augen von einem Master Chief erleben, wie du so gedrillt wirst. Weil das gehört langsam auch mal rein, dass das gezeigt wird. Dass nicht nur irgendwie, ja, und das sind die edlen Retter, sondern auch mit was für Arschmethoden und wie assig die Leute dazu gebracht wurden, dass sie eben die Besten der Besten der Besten der Besten der Besten der Besten sind. Mhm. So, das fand ich immer ganz geil. Also ich mag sowas. Ich meine, das ist sehr, hat was sehr Faschistisches. Aber ich mag das so zu wissen, dass man... Weißt du, von 1000 Leuten irgendwie der eine ist, der überhaupt überlebt hat, das Training, so als grobe Idee. Das gibt dir auch noch eine ganz andere Bindung an die Figur. Also genau. Ist ja auch so ein Kritikpunkt, Master Chief so ein Gesichtsloser, irgendwie redet nicht viel und was er redet, ist irgendwie auch relativ... Irgendwie er macht halt immer was, ja. Weißt du, und nimmt auch nie einen Helm ab, das ist keine Identifikation mit ihm. Das stimmt auch schon, aber du hast recht, aber wenn man sieht, wie jemand quasi so als Mensch gebrochen wird, um dann als Spartan dann die Welt... Dieselben Menschen zu verteidigen. Genau, das weil ist er schon, verstanden hat, dass es notwendig genau, ist. Genau, diese Ambivalenz, also das ist schon hart, was sie mir angetan haben, aber cool. Jetzt sind sie von mir abhängig und ich habe auch kein anderes Lebensziel, als diesen Kampf zu schlagen und noch zu gewinnen. Das ist schon, ja, schon gut. Ja, also lass uns Halo-Trailer drehen. Ja. Ich glaube, damit kann es abschließen, oder? Habe ich noch was vergessen? Ja, wir könnten auch über Halo Legends. Ja, du kannst mir, hast du es dir angeguckt jetzt? Ja, ich muss dazu sagen, es sind 7 Geschichten, bei der 4. bin ich eingeschlafen und die ersten 3... Es sagt einiges aus eigentlich. Ja, nee, also es war dann auch spät und so, also ich will gar nicht, ich fand, es ist ganz cool, weil es fängt an mit Origins, heißt es, Origins 1, der wird quasi erklärt, wer die Blutsväter sind, also die ganze Geschichte wird aufgedröselt, ohne große Geheimnisse, sondern es wird gesagt, da waren irgendwie die Blutsväter, die waren friedlich, dann haben irgendwie die Flood getroffen und dachten, oh fuck, und haben es auf die Art versucht, hat aber nichts geklappt, deswegen haben sie am Ende die Halo-Ringe gebaut und haben halt alles zerstört und haben sich dann auch geopfert dadurch, so, das ist Origins 1, quasi als Anime. Und Origins 2 geht dann über die Menschen, wo du halt siehst, so die Menschen, Krieg, dann ganz kurze Phase, wo sie gemerkt haben, ach, wir können ja das Universum erforschen, geil, brauchen wir keinen Krieg mehr, in der nächsten Phase Krieg. Nur mit sich selbst. Ja. Und dann aber kamen halt andere Aliens und dann haben sie sich zusammen verbündet und haben gegen die Aliens Krieg geführt. So geht's. Das finde ich ganz nett, das hat was von Kojima, der zweite Teil dann, weil du so endlos geht's halt weiter. Und dann war das und dann haben die Menschen das gemacht. So eine endlose Auflistung, teilweise mit Archivbildern, teilweise, weißt du, so wirkte für mich sehr wie in Kojima, wenn dann was erklärt wird, 20 Minuten lang. Also so irgendwie. Da wird ja auch gern mal ganz weit ausgeholt und so. So hat das auf mich gewirkt, aber war ganz cool. Der dritte ging dann um den Arbiter und das war so pseudo-cooler Kampf, ein Arbiter gegen 200.000 Elite-Soldaten irgendwie, so ein bisschen... Fand ich nicht so cool. Guck mal, was und ich kann. Im 4. bin ich, wie gesagt, eingeschlafen und dann sind noch 3 weitere. Also als Add-on so zu allem, wenn man Hardcore-Fan ist, kann man sich angucken. Die ersten beiden Teile fand ich auch schön, haben mir gefallen. Die danach, wie gesagt, ich glaube, dass da auch noch, wenn da noch so Mensch-Episoden mit Spartans kommen, dass die schon ganz cool sind. Aber insgesamt war mir das viel zu zahm, viel zu sehr für Kiddies. Ja, das stimmt. Kein Blut, gar nichts. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Gegröße erwartet, aber so im Spiel gibt es auch Blutstropfen. Dann will ich nicht jedes Mal, wenn einer mit einem Plasmaschwert kämpft, jedes Mal einen Schnitt haben. Also einen sprichwörtlichen Kameraschnitt, wenn irgendwie was Tolles passiert, so, dann brauche ich mir das irgendwie nicht angucken. Ja, Halo war ja noch nie das brutalste Spiel. Da ist er wieder zurück. Ich glaube, das Fenster wieder zumachen. Halo, Halo, Halo. Ja. Sind wir mal wieder das Gespött aller Leute, die heute nicht arbeiten, sondern draußen rumhängen. Wir sind gleich fertig. Das ist Beyonce, unsere Putzfrau. Egal. Ja. Okay, Halo 2 kommt jetzt. Ja. Ciao, Trans. Tschüss. Na, ich glaube, wir haben eigentlich alles, oder? Nee, wir haben eigentlich alles. Also, man kann echt sagen, Halo Legends kann man sich, denke ich, mal einfach geben, wenn es das aber wahrscheinlich geil ist es nicht. Nee, auch wirklich. Mehr erwartet, ja. Wenn wir das kann man sich mal angucken, ausleihen angucken. Ein bisschen Animatrix. Also, schon nett, aber, gute Episoden, schwache Episoden. Genau. Das ist, aber Animatrix fand ich besser. Von dem, was ich bisher von Halo Legends gesehen habe. Ich leih mir jetzt hier gleich nochmal bei einer Kollegin die Folge nochmal aus und guck mir nochmal die letzten 3 Teile an. Aber ich erwarte jetzt nichts mehr. So Animatrix, da gab es nochmal diese gerenderte Folge, wo sie auch viel Geld reingesteckt haben. Weißt Kampf, du, wo sie Da fand ich auch die ersten beiden ziemlich gut. Renaissance. Deswegen, da gibt es schon ein paar geile Sachen. So. Ja, ja. Aber das ist bei Halo mehr so, es wirkt eher wie Kommerz, muss ich leider sagen. Und es gibt aber auch ein paar Insider-Gags und ein paar Running-Gags und ein paar Sachen, die man wirklich nur rafft, wenn man halt Halo-Fan ist. Aber die sind zu selten. So in jeder Episode gibt es mal so
ein kleines Ding so. Ich kann jetzt keine Beispiele nennen, ich will es ja auch nicht spoilern, aber so Sachen, die man wirklich, okay, ja, lustig, haha, okay, und jetzt geht's wieder weiter. Und der Rest ist halt sehr kindisch. Genau, im Großen und Ganzen aber nicht wirklich befriedigend. Ja, zu kindisch. Action-Figure-Zeug. Ich wollte gerade sagen, also Halo war ja noch nie das brutalste Spiel, aber es ist halt eben auch kein Kinderspiel. Und wenn genau, halt es geht schon ums Ende der Menschheit. Exakt, so. Und da sterben wirklich viele, viele, viele Menschen. Ja. Das ist ein verdammter Alienkrieg. Dass am Ende nicht mal mehr Kinder und Frauen da sind, verdammt noch. Offenbar. Nur noch Soldaten. Die ohnehin niemals irgendwo einkaufen konnten oder ja. ihre Kinder zu Schule schicken. Ja klar, oder? Kriegen ja alles von der Armee. Ja, ja richtig. Man kann aber auch wirklich sagen, es gibt also nur Hochhäuser. Es ist eh nur was Kleines für zwischendurch, weil Halo Reach wird das was sein, was erstmal den vorläufigen Endpunkt für Halo erstmal setzt. Weil ja, ja. Ich glaube, wir haben auch so ziemlich dann über alles gequatscht, was es über Halo zu besprechen gibt. Und das werden uns wohl, dann ja. in 10 Jahren nochmal zusammensetzen nach der nächsten Trilogie, die dann gekommen ist und wo wir dann rausgefunden haben, wenn der Master Chief den Helm ansetzt, dass Michael Wendler drunter steckt. Also, stell's dir einfach nur mal vor. Also durch so eine Joint-Koop, wenn der jetzt nicht so ein Assi wäre, wie er ist, sondern richtig reich und berühmt am Ende. Alter. Hätte ich mit ihm einen Deal gemacht. Ich glaube, ich gucke mir gleich mal das Video an. Ich finde Michael Wendler, der jetzt wirklich, der tanzt im Master Chief. Alter, hast du es noch nicht gesehen? Nein, gesehen? Ich habe vorhin schon gesagt. Alter, ich habe es noch nicht gesehen. Wie heißt das Lied nochmal? Ich und du bei mir? Wir Michael Müllers Kuh, ich weiß nicht mehr. Typischer Schlag. Ohne Scheiß, wir gucken uns das gleich zusammen an. Das gucken wir uns gleich jetzt nochmal an. Wie passt das denn? Egal. Ich egal. Ja, wahrscheinlich hat er einen kleinen Neffen und der hat irgendwie Halo gezockt. Ja, aber da kriegst du doch trotzdem nicht für 5.000 Euro so ein Anzug. Nee, er ist ja auch nicht der Master Chief, aber er hat so eine Rüstung an, die einfach sieht die Master halt Chief-Rüstung nee, ist. Genau, die ist, ich glaube, der Trant hat doch mal ein anderes Video gefunden, wo das für ein Fan-Video benutzt wurde. Ich glaube, okay. Bei IGN hatte Halo 3 das Bollywood-Musical mal gemacht. Ja? Werde ich auch verlinken. Falls es noch nicht geht, werde ich mal verlinken, auch so als Kinotrailer sozusagen, auch ganz lustig gemacht. Und das Kostüm sieht genau aus, wie das der Wendler anhat. Ist anscheinend so ja gut, okay. Ja, es ist halt dieses... schon ein besseres Kostüm, was er hat. Es ist schon ein qualitativ, also ich glaube, das ist das, mit dem man auf Messen normalerweise umgehen würde. Genau, das denke ich jetzt nämlich auch. Und so ein Ding hat er sich gegriffen. Der Wendler! Wenn es wenigstens Mickey Krause gewesen wäre, das wäre ja noch awesome. Das wäre ja. Ja, der geht noch besser als Michael Wendler. Demnächst kommt das Halo-Theme von Mickey Krause nochmal adaptiert. Und auch das werde ich mir kaufen. Ja. Natürlich. Ich finde, wir sollten diese heitere Podcast-Runde... Wir haben damit angefangen und wir beenden das jetzt ich mit finde, Michael Wendler. Mit Michael Wendler. Nee, ich finde, wir sollten am Schluss nochmal sagen, irgendwie, warum wir diesen Podcast gemacht haben und warum wir jetzt irgendwie über 3 Stunden über eine Shooter-Serie gesprochen haben. Was unterm Strich, was ist denn jetzt eigentlich das Geile an Halo? Simon? Ich habe mit Halo einfach die meisten coolen Stunden... auch vor allen Dingen mit Freunden verbracht. So, also da hat man wirklich sich zusammengefunden und da haben sogar Leute gespielt, die noch nie groß gespielt haben. Die haben sich an das Spiel rangetastet und haben dann nur das im Koop halt gespielt oder im Versus. Und das war über Jahre hinweg so. War das Ding, was neben Timesplitters quasi mit Kumpels gezockt wurde. Und ich konnte mich da gar nicht dran satt spielen. Erst jetzt so langsam, klar, es gibt's auch mehr. Aber das hat einfach ganz krasse Kindheits-Nostalgie-Erinnerungen. Kind war ich da nicht, aber trotzdem. Nostalgische Erinnerungen an mich, die auch immer wieder geweckt werden, wenn man halt einen neuen Teil spielt, wenn man irgendwas zum Thema sieht. So, das wird sich, glaube ich, nie geben. Ich hoffe nur, sie lassen sich Zeit und sie machen Reach gut und dann lassen sie sich vor allen Dingen mal ein paar Jahre Ruhe und dann irgendjemand macht es dann weiter. Vielleicht gerne jemand Neues, der sich bewährt hat, so wie ein guter Regisseur, der dann auch an dickes Franchise darf. So. Sowas würde ich mir wünschen und nicht, dass sie irgendwann ausgraben und 3 schlechte Teile machen, nur weil sie Geld brauchen oder weil sie denken, jetzt ist mal wieder Zeit. Da hoffe ich drauf. Aber ja, Halo... Ich finde schon, dass der Master Chief eine der coolsten Videospielpersönlichkeiten ist, obwohl er fast gar keine Persönlichkeit besitzt. Das alleine macht das ja schon so interessant. Kannst ja ganz viel philosophieren. Ja, der Typ, dessen Gesicht man nie sieht, gerade in den kannst du dich reinversetzen. Weißt du, ich meine, wie viele Ego-Shooter gibt's, wo man eigentlich die ganze Zeit nur seine Waffen sieht und man ganz genau weiß, wie der Charakter aussieht. Da fällt mir nicht viel ein. Da fällt mir jetzt Perfect Dark ein, weil man halt weiß, oder wie der Tante aussieht. Der Duke eben. Der Duke, weil der halt auch ein Charakter ist. Und eigentlich ist der Halo, ist der Master Chief ja eigentlich keiner. Wie gesagt, so ist halt nur eine tolle Rüstung. Aber halt eine, die knallt irgendwie. Also die Rüstung in Doom kann ich mich nicht so gut dran erinnern, wie die aussah. Weißt du, er ist eben so gebaut, eigentlich ist er der prototypische Ego-Shooter-Hauptcharakter. Er redet mit keinem, er schießt alles rum und alles ist okay. Aber das Drumherum wird einfach nochmal als besonders dargestellt. Ne, wenn die alle verwundern, der braucht nicht zu reden, der braucht das gar nicht zu machen. Eigentlich ohne dein Zutun fast schon. Also, ja, automatisch, ja, weil ich ein Mädchen bin sozusagen. Also das ist auch das, was mich von Anfang an
an Halo fasziniert hat und deswegen wird Halo auch in meinem Herzen immer einen Platz haben und da ist auch die Grafik und so nicht so wichtig. Ich liebe einfach bei Videospielen dieses Gefühl, dass ich nur ein ganz kleines Zahnrad in so einer gigantischen Kriegsmaschine bin und dieses Gefühl hatte ich das erstmal so richtig bei Halo. Also ich finde es immer noch total faszinierend, wenn ich Halo spiele, einfach andere Gegnerfraktionen zu beobachten, wie die völlig ohne mein Zutun sich gegenseitig bekriegen, so weißt du? Also ich schon so oft, ich stand einen Kilometer weit weg und habe einfach nur durchs Fernrohr geguckt, was da hinten eigentlich passiert zwischen zwei verfeindeten Alienrassen. Also dieses Gefühl, dass auch ohne dein Zutun, du musst jetzt nicht weitergehen, du kannst eine halbe Stunde stehen bleiben, aber trotzdem in der Welt wird gerade gekämpft. Du bist gerade mitten in einem Krieg und ob du jetzt irgendwie mal kurz das Pad zur Seite legst oder nicht, das habe ich einfach bei anderen Spielen nicht. Also bei anderen Ego-Shootern, also ich will nicht sagen, dass das alles da irgendwie geskriptet ist, ist natürlich nicht, aber du hast da irgendwie schon das Gefühl, du gehst weiter, da kommen die nächsten Gegner, gehst weiter, kommen die nächsten Gegner, so ein bisschen dieses Schlauchartige irgendwie. Das ist auch in Ordnung, aber das beeindruckt mich nicht mehr richtig. Aber bei Halo habe ich echt das Gefühl, ich bin ein Soldat, um mich rum ist ein gigantischer Krieg und der findet statt, wie ich jetzt, egal wie ich spiele, ob ich jetzt Erfolg habe oder nicht, aber ich bin halt wirklich nur so ein kleines Zahnrad. Und das finde ich einfach, dieses Gefühl hat mir bis auf Halo noch kein anderer Ego-Shooter gegeben. Und das finde ich nach wie vor total geil. Deswegen spiele ich auch Dynasty Warriors. Ja, ich finde das auch. Ich bin nur ein kleiner Soldat, aber am Ende habe ich die ganze Map erobert. Das finde ich geil. Ich finde es auch sehr bezeichnend, dass die Faszination, die ich an Halo habe, als jemand, der nicht wirklich ein Fan von der Serie ist und die auch nicht wirklich spielt, aber mir fällt keine andere Serie ein, die sich, von der du sagen könntest, dass es die Serie der letzten 10 Jahre gewesen. Das Franchise eigentlich, was sich dann daraus entwickelt hat. Wenn man bedenkt, vor 10 Jahren eigentlich gab es kein Halo. Ne? Und heute kannst du nicht wegdenken, eine Spielewelt ohne Halo. Halo hat so viel beeinflusst, hat so viel gebracht. Ne? Nicht nur die Leute, die Halo selbst gespielt haben, die sich davon haben inspirieren lassen, was es alles mit sich gezogen hat. Denn ohne Halo hätten wir nicht wirklich den Erfolg der Xbox gehabt, die so richtig was verändert hat eigentlich jetzt. Ohne Halo hätten wir jetzt auch keinen Modern Warfare 2 und den Multiplayer-Modus. Eben. Also wäre der PC nicht tot. Natürlich unterscheidet er sich, aber... Kann man echt schwer sagen, dass es an einem Spiel hängt, aber wenn Microsoft das falsche Spiel gekauft hätte, wer weiß, wie es heute aussehen würde. Eben. Man kann es nicht sagen und wahrscheinlich wäre es schlechter als jetzt. Stell dir vor, Microsoft hätte Rare direkt zum Anfang. Dann wäre Perfect Dark vom N64 rübergeschoben worden, das wäre dann auch noch cool gewesen. Ich weiß nicht, ob es den Effekt gehabt hätte, wie Halo einfach diese Initialzündung, die es gegeben hat und alles bis hierhin getragen hat. Also es hat so wirklich gepasst. Ja, es bei hat dem ja. Und das finde ich immer noch, das finde ich sehr, sehr faszinierend an dieser Serie. Halo ist eins der relativ wenige Spiele, die wirklich so viel beeinflusst haben, dass danach einfach alles anders war. Also es ist Spiel heute irgendein Shooter, der ist einfach von Halo beeinflusst. Das kann man nicht wegdiskutieren. Ob das jetzt passt oder nicht, aber das ist einfach so. So wie nach Mario waren die Jump'n'Run-Spiele einfach anders. Es gibt immer so Meilensteine, die man vielleicht am Anfang noch gar nicht richtig einschätzt, sondern es zeigt sich erst, wie viel da eigentlich drinsteckt und wie viel Leute davon beeinflusst werden. Und Halo gehört ganz einfach dazu. Und eine Sache noch, ich würde sagen, Halo hat definitiv gezeigt, dass es, also und auch anderen Spielen, zukünftigen Spielen gezeigt, dass es ganz wichtig ist, diese 5 Seconds of Fun irgendwie zu haben. Dieses, also einfach, dass nicht das ganze Spiel an sich toll ist, dass man jetzt den Level irgendwie super hat und irgendwie reinkommt und sagt, oh geil, sondern dass der reine Kampf, dass wirklich das Benutzen der Waffen so viel Spaß macht, dass man das theoretisch auch in einem komplett leeren Raum machen könnte mit ein paar Hindernissen. Einfach nur, weißt du, das Kämpfen an sich macht Spaß und zwar immer, immer wieder. Immer, immer, immer wieder, bis der Level durch ist, bis das Spiel durch ist. Und das ist halt eine Kunst, die halt da, finde ich, die sie bei Halo 1 erst eingeführt haben, zu zeigen, ey, wenn du ein Spiel machst, was so funktioniert, dann ist es egal, ob wir Copy-and-Paste-Level haben. Dann ist das relativ egal. Dann kaufen die Leute trotzdem und spielen es trotzdem. Und deswegen versucht man heute, das als allererstes hinzukriegen, das Spielgefühl. Also, das wurde vorher sicher auch, aber ganz wichtig war es dann da, weil dann hat man gezeigt, irgendwie die Leute verzeihen einem dann auch so Fehler wie Copy-and-Paste-Level. Ich kann es nur wiederholen, weil das war wirklich sehr schlimm in 1 teilweise. Ja. Es war deutlich ja einfach nur dasselbe gespielt. Ja, aber die Leute verzeihen das, wenn dafür der Spaß da ist. Und das haben sich, glaube ich, viele zu eigen gemacht, diese Erkenntnis. Absolut, absolut. Also ich würde sagen, ihr habt jetzt alle, die bis hierhin zugehört haben, auch unsere Standpunkte mehrfach und multiple mitbekommen, wie wir darüber denken. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr dementsprechend eure Erfahrungen und Eindrücke und Gedanken über Halo einfach mal entweder in die Comments hier
So, nach dieser unerwarteten Unterbrechung bin ich alleine erstmal wieder zurück. Ich habe den Simon und den Wolf kurz nach Hause geschickt. Wir hatten kleine technische Probleme, aber das soll uns jetzt nicht stören. Danke nochmal nachträglich für Simon und Wolf und auch an den Trant, dass die sich so lange mit mir hier zusammengesetzt und über Halo gequatscht haben. Wie gesagt, Feedback in die Comments oder über podcast@gameone.de. Und ich sage im Namen von allen einmal Tschüss. Thank you.